jetzt. Ja, perfekt, geil, Mann. Sehr gut. Geht sofort live, oder was? Ja, ja, man sieht euch schon. Oh, super. Einfach nur den Rucksack einfach okay. Ausschalten. Okay. Also die beenden, alles ausstecken. Richtig geil. Super, ja, alles klar. Gut, dann hau rein, Digi. Danke dir, ciao. Ja, nee, ciao. Okay, das hat auch gut geklappt. Was wir beim nächsten Mal auch machen können, die Anfrage, weil das hier rumläuft, dass wir einfach den Rucksack mit einbinden. Ja, aber so war auch, glaube ich, ganz gut jetzt. Also so, wir waren ja keine 5 Sekunden Blackscreen. Ich muss jetzt einmal ganz kurz bei meinem Rucksack hier alles ausstellen, Chat, und dann bin ich sofort wieder für euch da. Sehr leise. Hast du was am Ton verändert? Ja, bist immer im gelben Bereich. Gelb ist gut. Sag mal was. Zu leise? Nee, jetzt ist doch super, oder? Nee, alles super? Okay. Ich muss kurz einmal alles hier ausmachen. Gut. Wenn ihr heute was kriegt, Leute, ich bring was. Okay, alles klar, dankeschön. Nee, erstmal nicht. Alles super gerade. So, gut, okay. Kannst du das Mikrofon ein bisschen lauter machen noch, bitte? Nein, alles gut. Das könnte dann aber übersteuern. Mach einfach ein bisschen lauter. Die Leute schreiben, ist ein bisschen zu leise. Wir hatten ja letztes Mal das mit diesem, wo manchmal asynchron war. Ja. Wir machen das jetzt diesmal so, dass du quasi diesen PGM-Soundpegel, ne? Den kannst du einfach immer laut und leiser ziehen, wie du ihn gerade haben willst. Weil lieber haben wir zwar eine reine Tonspur, aber die ist immer schön synchron, als wenn wir da irgendwie, wie letztes Mal, diesen Äffel haben. Ja, wenn irgendwas ist mit dem Sound, sage ich Bescheid. Ich meine, wenn du in die Szene gehst, wo du quasi den Moderator und du bist, musst du quasi den Moderator leise ziehen. Okay. Und der ist dann aber in einer anderen Szene auch leise. Das heißt, wenn du da wieder laut bist, musst du ihn theoretisch dann wieder laut ziehen. Okay, easy. Das können wir gleich zusammen kurz machen. Aber okay, alles klar. Hier ist alles aus am Rucksack, Chat. Zu laut, Chat ist lost. Okay, ich mache ein bisschen leiser. So. Ja, ich... Die Leute versuchen immer, einen auf der Nase herumzureiten, die Clownsnasen. So. Okay, super Chat. Da sind wir doch schon wieder. Stefan, jetzt kannst du gerne Kopfhörer bzw. das Mikrofon rüberziehen. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen reinkommen, kurz bitte. Okay, gut. Ja. Okay. Alles klar. So, Stefan. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's noch gut. Noch gut? Wir spielen ja gleich erst. Wir spielen gleich erst, ja. Ich habe gehört, du bist Opa geworden. Ja, genau vor einer Woche tatsächlich, mein Sohnemann. Gesundes Baby zur Welt gebracht, also die Freundin logischerweise. Mhm. Und den habe ich heute Mittag auch noch besucht. War schön, morgen fahre ich nochmal hin. Ja, alles Glückwunsch, ja, das hört sich gut an. Vielen, vielen Dank. Das hört sich super an. Warte mal. Real Talk, Effenberg zu leise. Ja, ihr müsst das Mikrofon ein bisschen dichter an den Mund nehmen. Also so, als wenn es eine schöne... Alles klar. Ja, so ist perfekt, genau, richtig, ja. Postest du noch eine Story bitte von hier? Mach einfach ein Bild und poste das bitte bei Instagram. Schon sehr leise alles. Dreht eure scheiß Boxen lauter, ihr Idioten. Geht mir nicht immer auf den Sack mit zu leise, zu laut. Da ihr habt einen Knopf oder ein Handy, macht einfach lauter. Meine Fresse. Immer ist rumgenerve. Ja, aber das sind klare Ansagen, das mag ich. Genau so ist es nämlich. Fehlt auch im Fußball ab und zu. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Die klaren Ansagen hast du dir damals auch auf dem Platz gemacht. Aber hallo. Ich habe letztens ein Best-of wieder gesehen von Oli Kahn. Ja. Boah. Und? Hast du Angst gehabt, oder? Ich habe mir gedacht, der ist verrückt sympathisch. Also der hatte den Knacks genau... Also, ich glaube, der konnte auch noch ein bisschen anders, also das, was man vielleicht nicht gesehen hat, aber auf dem Spielfeld war das schon ein Typ. Ja, also das war immer gut, wenn du ihn in deinem Team hattest. Ja? Also gegen war, glaube ich, nicht so cool, aber ich habe das echt geliebt, mit ihm zusammenzuspielen, weil du dich 100% immer auf ihn verlassen konntest. Voller Adrenalin immer gewesen, logischerweise. Ja, und darüber hinaus wissen wir alle, ein Weltklasse-Torwart. Aber vielleicht auch einen kleinen Sprung oder wie auch immer. Aber diesen kleinen Sprung fehlt heute einigen Spielern, finde ich, irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Ja, schon. Ist so. Wenn ich mir überlege, ich weiß nicht mehr, wer das von BVB, glaube ich, war, wo er ihn so geküsst, gebissen hat.
Heiko Herrlich. Genau, richtig, ja. Was da in seinem Kopf vorgegangen ist, aber das war... Ja, aber wenn du da reinläufst, 85.000 oder 82.000, wirst ja nicht geliebt, ja, weißt du ja, gehst da rein, der Strafraum voller Bananen mehr oder weniger. Stimmt, die haben ihn auch immer Bananen zugeschmissen. Ja, 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 stimmt, ja. Ja, das hat ihn schon auch gepusht und er war halt so, wie er war. Ich habe das geliebt, wie gesagt, mit ihm zusammengespielt zu haben. Wir hatten eine geile Zeit. Diese Typen fehlen. Safe, hundertprozentig, ja. Da, solche Spielertypen fehlen hundertprozentig. Und ich wiederhole mich, ich werde es nie vergessen, wie Hitzfeld an der Seite immer Lucia zurückgerufen hat, wieder zurück in die Abwehr. Und Lucia immer nach vorne gelaufen, weil er immer bei den Ecken vorne mit drinnen sein wollte, weil er halt auch kopfballstark war, ne? Ja. Aber du musst ja auch den Weg wieder zurück. Das genau, ihn, genau, das richtig. Das ging ja nicht so schnell. Das hat ihn halt ein bisschen genervt, aber... Ich sag mal so, wenn der Ottmar was gesagt hat, dann haben die Jungs schon gehört. Ottmar war auch eher so ein väterlicher Typ für euch, oder? Ja, väterlich schon, klar in der Ansprache. War immer unaufgeregt, also auch wenn wir mal in der Halbzeit mal 2-0 oder 1-0 hinten lagen, wo manche Trainer ja dann anfangen rumzubrüllen oder auch vielleicht mal die Fassung zu verlieren, der hat immer die Ruhe ausgestrahlt, hat das ganz ruhig immer rübergebracht, die Veränderungen, die wir denn vorgenommen haben. Und das hat mich eigentlich echt tief beeindruckt bei ihm. Ne? Also er hat ja auch immer gesagt, es gibt ja so 10 oder 11 goldene Regeln für Ottmar Hitzfeld. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, die kenne ich nicht. Ja, aber unter anderem war eine immer, zeige niemals Schwäche den Journalisten oder deinen Spielern gegenüber und Ruhe in dir. Und das hat er... Der hatte eine starke Aura, ja? Unfassbar. Auch wenn wir ein Tor gemacht haben, der hat sich innerlich gefreut. Ja, der ist ja nie so wie ein Kloppo oder wie auch immer andere Trainer. Dann da so ein bisschen rumgesprungen oder so. Der war ganz ruhig und keine Ahnung, das hat mich echt beeindruckt. Ich glaube, es gibt nur einen Trainer noch bei Bayern, der so war oder der so vom Typ ähnlich war, glaube ich, Jupp, ne? Jupp war auch so. Oder man kennt die ja nur vom Fernsehen. Wie war das denn? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ja Jupp Ende der 80er bei Gladbach noch gehabt. Er hat mich ja zu Gladbach geholt damals, war ja meine erste Profistation. Und da war der Jupp Heynckes, ich glaube Ende 30 oder gerade 40. Und dann war das auch noch ein anderer Typ, ein anderer Mensch. Also richtig so, der wollte immer gewinnen, hatte immer so einen roten Kopf. Und den hat er aber immer noch, den roten Kopf. Aber durch diese Zeit dann vor allen Dingen Spanien, lange ja auch bei Real Madrid und spanische Mannschaften trainiert, da ist er dann ein bisschen ruhiger geworden und cooler geworden. Das sind schon die beiden Trainer, würde ich sagen, die wirklich etwas Großes erreicht haben mit Bayern München. Wenn wir jetzt mal hier fast schon einen auf Sport 1 Doppelpassrunde machen. Ist schon so, ne? Ja, so gefühlt schon. Kannst du da mal vorbeikommen? Ja, warum nicht, ja? Ja, würdest du das machen? Ja, schon, ja. Ich habe das früher als kleiner Butschi mit dem Phrasenschwein, mit dem alten Moderator, ich vergesse den Namen immer, Fontara. Fontora, genau. Ja, genau. Seine Raucherstimme, seine tiefe Stimme, ich habe das damals unfassbar gerne geguckt, ja. Und dann hat man halt, früher gab es ja auch noch nicht das Medium Internet. Stimmt. Da ist man sonntags morgens aufgewacht und hat das angemacht. Jetzt setze ich mich vorm PC, aber das habe ich früher extremst gerne geguckt. Klar, auf jeden Fall. Ja, sag Bescheid und dann... Meine Frage, siehst du Klopp bei Bayern? Nicht jetzt, nein, sondern in Zukunft? Nein. Also er wird sich an seinen Plan halten, ganz klar, dass er im Sommer Pause aufhört bei Liverpool. Ich hoffe und wünsche ihm wirklich den größtmöglichen Erfolg. Es sind ja noch einige Titel drin. Dann wird er, bin ich mir ziemlich sicher, Pause machen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, entweder er wird unser Nationaltrainer oder sogar Nationaltrainer in England. Das ist mein Gefühl, so das, was ich so glaube und denke. Ja, klingt logisch, ja. Meistens, was ich sage. Das stimmt, der kann ja Nationaltrainer werden von England, ist ja kein Problem. Der wird ja da geliebt. Der wird ja da auch geliebt, der wird bei uns auch geliebt. Ich glaube, er hat freie Auswahl. Aber ich glaube, das sind so die Ziele, die er dann auch verfolgt. Also wahrscheinlich weg vom Tagesgeschäft. Hat das ja lange gemacht, also weißt du ja selber, in Mainz, in Dortmund. In Mainz und in Dortmund, ja. Liverpool jetzt 9 Jahre, das ist schon eine Strecke, ne? Und ich glaube, so eine Nationalmannschaft zu coachen, ist ein bisschen entspannter. Du bist nicht so oft zusammen. Ich glaube, das wäre perfekt für ihn. Bei der jetzigen Leistung der Nationalmannschaft
man will jetzt ja nicht unbedingt, ne, aber das ist ja nicht unbedingt schön, wenn man das mal mit dem Sommermärchen vergleicht, was da für Fußball gespielt worden ist und was da jetzt abgerufen wird, das ist ja schon das ist ja nicht schön anzuschauen. Nee, überhaupt nicht, für euch ja nicht. Also wir sehen das ja noch ein bisschen anders, obwohl ich ja auch ein bisschen mitleide. Aber ich glaube, wenn du eines nicht an den Tag legst, und das ist einfach nur diese Leidenschaft, ja, also das Spiel zu lieben und mit dieser Leidenschaft auf dem Platz. Wenn du das nicht siehst, ja, dann hast du verloren. Dann gewinnst du keine Fans. Das ist ganz einfach. Ich habe auch deine Meinung gesehen, glaube ich, beim Doppelpass zu Tuchel, dass du ihn verteidigt hast. Fand ich gut. Ja, weil viele hauen drauf. Er ist 10 Monate im Amt. Mhm. So, viele hauen drauf. Aber ich habe ja nur gesagt, ihr müsst mal diese Phase mal durchleuchten. Er kam in einer schwierigen Phase. Safe. Kurze Zeit später Brazzo weg, Oliver Kahn weg, nochmal ein Umbruch in der Führungsetage, dann gehst du mit einem dünnen Kader in die neue Saison, hast riesen Verletzungsprobleme und dafür hat er eigentlich das gut gemacht, weil so unter diesen Umständen, und die muss man halt berücksichtigen, da kannst du nicht einfach sagen, der ist scheiße, wechsel den aus und der bringt nichts, das ist ja totaler Quatsch. Und unabhängig davon, was Bayern für einen Fußballer auf dem Rasen spielt, haben sie 50 Punkte, was eine enorme Leistung ist. Und wenn jetzt nicht ein Leverkusen so ein aufspielen würde, würde Bayern München Tabellenführer sein und dann würden wahrscheinlich auch, das würde das Gerede weniger sein, weil sie halt auf dem Ersten sind. Aber Leverkusen spielt halt ein Auf mit extrem attraktivem Fußball. Mit den Besten, finde ich. Auch mit VfB Stuttgart, muss ich auch sagen. Ja, nicht vergessen, wo die herkamen. Richtig. Aber am Samstag, 18.30 Uhr, guckst du? Ja, 100%ig, ja, 100%ig. Ja, vielleicht dreht sich das ja dann in der Tabelle oder sie ziehen weg. Boah, also. Was tippst du denn? Du als Urgestein Bayern weißt auch, wozu Bayern imstande ist in Spielen, wo es drauf ankommt. Absolut. Da haben sie Gegner an die Wand gespielt. Da bist du als Bayern-Fan, hast du dich gewundert, wo die warmen Gefühle in der Unterhose gekommen sind, weil du Lusttropfen von dem schönen Fußball bekommen hast. Ja. Große Namen an die Wand gespielt. Aber diese Saison ist es echt unkonstant. Und Leverkusen ist halt unfassbar stark. Ja, stimmt. Ich persönlich, ganz neutral, unabhängig als Bayern-Fan, ich freue mich einfach auf ein geiles Fußballspiel und hoffe nicht, dass es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ein monotones Spiel wird. Irgendwie in der Halbzeit schon 3-0. Sondern ich freue mich auf ein knackiges zur Halbzeit 1-1, dann irgendwie in der 70. 2-2 und dann will jeder den Treffer machen, schenkt sich aber nichts. Einfach ein kerniges, geiles Spiel, was auch das Gesicht für die Bundesliga dann mäßig ist, weißt du? Das wirst du sehen, da bin ich mir sicher. Dazu sind sie beide zu gierig, ganz klar. Ich würde aber Tendenz eher so ein Unentschieden tippen. Ich bin fast bei dir mit dem 2-2 oder so. Das würde ich jetzt tippen, wenn ich die beiden Mannschaften so sehe. Dann wäre Leverkusen mit einem Punkt noch vorne, ne? Ne, bei Unentschieden bleibt das 2. 52 Bayern 50, hätten sie 53, 51, es bleibt bei 2, ist ein Spiel, alles. Das Spiel am Wochenende wird sowieso die Meisterschaft nicht entscheiden, das ist ja klar. Nee, das stimmt. Ja. Die Frage ist halt, wer wird Leverkusen das erste Mal 3 Punkte stibitzen? Vielleicht die Bayern am Wochenende, aber so sicher bin ich mir auch nicht. Ich würde unentschieden tippen. Das Hinspiel war unentschieden, ne? Auch 2-2. Ja. Auch 2-2. In München war das ja, genau richtig. Und jetzt, ich wollte eigentlich auch mir das Spiel angucken, habe aber leider keine VIP-Tickets mehr bekommen. Im normalen Block ist es für mich. Nein, aber dann sag mir Bescheid, dann besorge ich die beim nächsten Mal. Ja, nächstes Mal. Jetzt haben wir ja einen guten Austausch. Ne? So ist es, ja. Ja, genau. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, viele von euch da draußen werden auch am Wochenende Leverkusen gegen Bayern gucken. Ganz unabhängig davon, ob sie Leverkusen oder Bayern-Fan sind. Das ist das Topspiel um 18.30 Uhr. Ja. Darauf freue ich mich auch schon. Ja. Und das ist auch wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Nicht böse gemeint an die BVB-Fans da draußen, aber das El Clasico Bayern-BVB ist nämlich schon lange nicht mehr. Nee. Das sind die beiden besten Mannschaften. Obwohl ich spielerisch ganz ehrlich ist, Leverkusen tick besser drauf. Könnte den Ausschlag geben, aber so wie du gesagt hast, die Bayern, die darfst du nie unterschätzen, die sind immer in der Lage, innerhalb von Minuten zurückzukommen. Also es wird ein geiles Spiel, da bin ich mir sicher. Weißt du, so typisch Bayern ist für mich so, am Wochenende auf dem Samstag gegen den Tabellen, als Beispiel 17. Freiburg, nur als Beispiel, lässt man einen Punkt liegen oder verliert sogar. Nee. Und in die darauffolgenden Wochen spielt man gegen PSG oder Barcelona in der Champions League und knallt die 3-1 gegen die Wand. Ja. Und du denkst dir, warum nicht so in der Liga? Und ich glaube, dass auch den Bayern München oftmals so ein bisschen vielleicht auch der Biss in der Liga noch fehlt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, bis glaube ich nicht, aber jetzt haben sie einen harten Konkurrenten. Hatten sie ja viele Jahre nicht. Da haben sie im Februar, März schon geführt mit 18, 12, 13 Punkte Vorsprung.
jetzt haben sie einen harten Konkurrenten, jetzt müssen sie wirklich arbeiten und ackern. Das tut den Jungs auch mal gut. Wobei, letzte Saison hatten sie natürlich auch eine harte Konkurrenz mit Dortmund im letzten Spieltag. Ja, ja, zum Schluss. Ja, da hast du recht. Das ja. war, wo Dortmund gegen, wir haben gegen die gespielt? Gegen Mainz, gegen Mainz 2-0 verloren. Nee, 2-0 lagen sie hinten und dann haben sie noch 2-2, aber ja. sie mussten gewinnen, weil, ja, ja. weil Bayern in Köln gewonnen hat. Das war auch da hat Musiala schlecht. Das schöne Tor gemacht, genau. den Schlenzer. Oh, das habe ich zu Hause. Oh, das war so schön. Da, ja. Als Bayern-Fan hatte man eigentlich schon den Titel da abgeschrieben. Ne? Ja, ja. Da waren die anderen leider zu, muss man sagen, zu doof. Sie hatten die Nerven nicht. Ja. Sie hatten ja, lagen ja schnell zurück, dann haben sie Elfmeter gekriegt, falls sie noch drin verschossen. Erinnern, den haben, verschießen sie. Ja. Und dann ist das alles hier oben drin. Kopfsache, das ist ja. nicht mehr hier, weißt du? Das ist alles im Kopf. Es ist am Ende viel Momentum und viel Psyche, glaube ich, ja, auch. Absolut. Ne? Ja. Vollkommen richtig. Ja, ja, safe. Ja. Was eine gute Überleitung ist zu unserer Psyche heute vom Gönnergy All-Stars-Team. Ja. Zwei Niederlagen in Folge. Ja, erste Niederlage war eine schlecht. Niederlage. War schlecht. Ja. Ich finde schon, letzte Woche haben wir gut gespielt. Mhm. War eine klare Steigerung, viele Abschlüsse gehabt. Das müssen sie heute auch haben. Hätte auch anders ausgehen können, aber heute spielen wir natürlich gegen einen, der die zweimal gewonnen haben. Ich glaube, der Kevin Großkreuz läuft da auch rum. Den Kevin Großkreuz wird heute gegen uns spielen, ja? Den werde ich mir gleich mal schnappen. Aber wir müssen natürlich heute gewinnen, fertig. Heute muss mindestens ein Punkt her. Oder so, ja. Mindestens ein Punkt. Genau. Ist eigentlich nicht mein Anspruch, aber die Mannschaft ist heiß, das haben sie mir eben auch gesagt. Aber das eine ist das Reden, jetzt müssen wir auch machen. Die Jungs meinten aber auch, dass du deine Sportschuhe heute auch mitgebracht hast. Aber dann für nächste Woche, wenn es heute wieder schief geht. Das wär lustig. Ja, genau. Stefan nochmal auf dem Spielfeld. Ja, ja, wie lange könnt's jetzt kicken? Was meinst du jetzt so, jetzt spontan? Hier mitkicken? Ja, also rein ausdauertechnisch, wie lange? Oh, nicht lange. Da bin ich ganz ehrlich. Also das ist schon ein Kraftakt, ne? Also da musst du natürlich schon fit sein und du musst auch die Stabilität haben in deinem Körper. Also von hinten raus könnte ich noch ein paar Bälle spielen, aber von der Luft und von allem, sag ich mal, muss ich auch nach 3-4 Minuten wahrscheinlich vom Feld. Aber dann werde ich auch nicht wiederkommen. Ja, ich würde nicht länger durchhalten, Stefan. Nein, das Nein. Geht nicht. Geht nicht. Ich würde mich ins Tor stellen, ja. Wie immer. Ja, oder so. Ja, hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Ne, im Tor habe ich mich immer wohl gefühlt, aber... Kannst du rumbrüllen, kannst die anderen anschauen. Ja, schon. Ne? Ich war früher, wenn ich im... Also ich habe mal im Verein Kurzzeit gespielt und später dann mit den Kumpels auf dem Bobplatz, ich habe mir immer ins Tor gestellt. Wo hast du gespielt? Buxtehude. Ich glaube, BSV Buxtehude war das. Ja. Aber zählt das für Hamburg? Nein, das ist Buxtehude. Das ist dann Niedersachsen, oder? Niedersachsen, genau. Okay. Aber ich habe lange Zeit Basketball gespielt beim BSV Buxtehude. Okay. Da habe ich lange Zeit Basketball gespielt, so ich weiß nicht, 4 Jahre, 5 Jahre. Und dann ist damals unser Trainer gestorben, leider relativ früh. Okay. Und dann hat sich das irgendwie so verflossen. Ich werde niemals vergessen, Detlef Mielke, mein Trainer, möge in Frieden ruhen, wirklich ein guter Typ gewesen. Seine Tochter auch mittlerweile Mama, ich habe sie letztens getroffen, haben über ihren Papa geredet. Und ich werde niemals vergessen, wir sind bei einem Spiel gewesen. Es war irgendwo außerhalb, in so einer kleinen Turnhalle. Wir haben Basketball gespielt und ich wurde eingewechselt. Und ich krieg den Ball zugeschmissen und schmeiß auf den Korb. Und Detlef rastet aus. Das ist der falsche Korb. Du schmeißt auf den falschen Korb. Habe ich auf den falschen Korb gewesen, hat er mich direkt wieder rausgenommen. Ja, logisch. 5 Minuten später bringt er mich wieder rein. Ich krieg den Ball, schmeiß wieder auf den falschen Korb. Was ist denn mit dir los gewesen? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist mir aber in Erinnerung geblieben. Das war, das war jetzt nicht prinzipiell meine Leistung beim Basketball, aber das ist mir im Kopf geblieben. Da war ich irgendwie ein bisschen... Neben der Spur. Ja, ich muss jetzt mal runter zu den Jungs. Wir starten ja gleich. Willst du mich nachher nach dem Spiel nochmal kurz oben haben oder was? Oder sagst du, ihr macht das so? Schauen wir spontan, wie wir spielen. Ja, okay. Alles klar. Okay. Na, dann sehen wir uns gleich. Na? Bis später, alles klar, Stefan. Bis gleich. So, einmal Monte L für Stefan in den Chat, bitte. So. Sascha, übernimmt mal ganz kurz hier einmal. Hallo, hallo, hallo. Ich muss einmal ganz kurz hier... Einmal ganz kurz mein Handy beantworten. Easy. Chat, was geht? Was geht, was geht, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine geile Zeit mit Marcel. Du hast von Hamburg durchgezogen bis hierher und jetzt hier direkt weiter, ne? Jo. Krass. Ehrlich geil. Ja, Chat, freut mich, dass wir uns hier wiedersehen. Übrigens, ich bin am Montag trotzdem bei dir. Jetzt am Montag? Ja, kommenden Montag. Ich fahr am Montag hier nicht hin. Ja, ich weiß. Ja. Ja, aber wenn du willst, bin ich trotzdem Montag bei dem, was du machst, mittags dabei und abends auch. Außer du sagst, nee. Montag ist Gönner. Jetzt, welchen Tag haben wir denn heute? Montag. Heute, nächste Woche Montag. Ja, genau. Ja,
Ja, kein Problem. Nee, nee, wenn du sagst, nee, Brudi, ich will es alleine machen, dann ist kein Problem. Nee, ist kein Problem. Dann werden wir nämlich mittags, dann werden wir Montag mittags gemeinsam und abends auch noch. Ja, okay, ist gar kein Problem. Alles entspannt, Arino, das können wir gerne machen. Ja, gibst du einfach Bescheid. Nee, ist kein Problem, okay. Kann ich dir jetzt schon sagen, ist kein Problem. Montag ist halt Gönnergy Release, da werden wir ein bisschen unterwegs sein, in ein paar Läden abchecken, aber das ist gar kein Problem. Also Montag bin ich nicht am Start hier vor Ort, sondern werde es abends von zu Hause kommentieren, das Spiel. Ja. Mit Sascha dann zusammen. Ja. Ja. So, ich zieh mir mal kurz ein Gönnergy. Ja, easy. Willst du auch rein, oder? Gerade nicht, danke, Brudi. Ich habe gerade noch viel getrunken. Montag wird doch nichts. Sascha, schöne Handtasche. Danke, habe ich geschenkt bekommen. Ich hoffe, ihr hattet, wer ist denn von Anfang an von euch am Start? Wer war schon in Hamburg dabei und hast du wieder so Road Rages gehabt, so im Sinne, dass du kurz davor warst, einen rauszuziehen? Ja, immer. Immer. Also immer. Ich sag dir ehrlich, ich habe so ein TikTok-Video hochgeladen. Aber nächsten Montag, was, ist es eine Woche später dann, oder was? Okay, ja, dann sind wir nächste Woche Montag doch hier. Ja. Hä? Ja. Eigentlich der ursprüngliche Plan war ja, dass wir gemeinsam von Hamburg nach Köln fahren. IRL. Welches Datum ist denn jetzt? Heute ist der 5. Das wäre der 12. Das war unser ursprünglicher Plan. Dass ich nach Hamburg komme und dann fahren wir von Hamburg nach Köln gemeinsam. So im Auto. Nämlich. So. Ich habe ein Video neulich hochgeladen mit TikToks und da kam so dieses... Die App läuft im Hintergrund. Und ich musste sofort an dich denken. Ja, irgendjemand hat bei mir was installiert im Auto. Ich weiß nicht, was das ist. Da habe ich gar keine Ahnung, was das alles ist. Und das Beste ist, es ist mir original auch die Stimme von der Dame habe ich auch bekommen. Ich weiß auch nicht, ich habe die App auch irgendwie. Und da kam bei mir noch am selben Tag, am Sonntag auch, stand ich draußen. Oh, die laufen ein, die Jungs. Die laufen ein. Falls es zu laut ist, sagt ihr Bescheid. Eine echte Kante. Beide, sowohl Fischer als auch Dieb, spielen vorne drin bei ihren Teams. Apropos Kante. Genau. Okay, dann machen wir das ein bisschen leiser. So. Ja, ja. Zu laut, ja, wir haben es leiser gemacht. Ey, die haben Großkreuz, ne? Ich weiß, ja. Chat, dritter Spieltag. Ey, die Punkte sind wichtig. Wir sind letzter, vorletzter mit auch 0 Punkten und ich glaube Tordifferenz von 2 Toren. Also wir haben -6 oder -8 und Jens, Hollywood United, Jens und Max Kruse sind Vorletzter. Wir brauchen Punkte, ne? Ist ja logisch, wie auch im Spieltag letzte Woche. Ihr könnt noch jetzt eine Wette abschließen, wie wird das Spiel ausgehen. Von den Mods eingestellt, könnt ihr eure Punkte drauf setzen. Ich würde sagen, auf ein gutes Spiel. Ich sage euch auch jetzt schon mal, ich werde die zweite Halbzeit, habe ich auch schon bei Stefan angekündigt, unten sein, mal am Spielfeldrand, neben den Coaches, um das Spiel zu erleben. Nur, dass du es auch mal hörst. Ich werde hier noch sitzen, aber ich glaube, ich muss mal die zweite Halbzeit von unten sehen. Willst du unten runter haben? Ja. Haben wir keinen Ton? Wie meint ihr keinen Ton? Von unten vom Spiel, oder was? Ja. Als Wildcard so, jetzt habt ihr Ton. Ja. Jetzt werden die gleich wieder schreiben, zu laut. Eine gute so, perfekt. Okay. Oh, okay. Wir müssen heute 3 Punkte holen. Ja. Aber Großkreuz ist schon Cheat im Gegner-Team. Ja, Digga. Das ist heute bei ja. Das ist bodenlos. Aber Spiel fängt jetzt an. Da ist die Alicia Lehmann anwesend, wie schon an Matchday 1. Und auch Lukas Podolski ist da. In Spiel geht los, Köln. Mats. Ich weiß. Setz dich. So. Grüß dich, hi. Was geht? Also kicken können machst du auf die Tür schon, bitte ja? Einmal richtig ran. Von Gönnergy, wo wir hier Leandro 15 super. Sehen mit der Nummer 11, der ja. zwei richtig ordentliche Buden gemacht hat. Ich kann auch gerne rüber. So. Woche. Und das ist der Blick. Wir brauchen 3 Punkte. Schon mit den wir brauchen 3 Punkte und wir brauchen eine gute Teamleistung. Matchday 3, Spiel Nummer 1. Ist jetzt let's go. Letzte Woche sah ja schon mal besser aus als erste Woche. Ne? Safe. Ja. Aber gut. Und oh Gott. Haben sie schon trainiert? Ja, wir haben heute trainiert, ja. War ihr dabei? Habt ihr zugeschaut oder wurdet ihr nur... Nee. Ja. Oh. Schaut ihr dann auch meistens auf den Bildschirm und nicht raus? Ja, schon, ja, weil wenn du so raus bist, ist es halt für die Zuschauer doch ja, okay, das halt schräg, weißt du? Ja, dann sehen sie deinen rechten Hals. Drei potenziellen Ecken auch schön, aber ja, ich weiß, was du meinst. Wir müssen unbedingt das erste Tor auch machen. Streets United ist stark, keine Frage, ne? Zwei Siege in Folge, wir dürfen bloß nicht untergehen. Das wird keine einfache Aufgabe, aber sollte man hier halbwegs ein Aufstehen und Punkte mitnehmen, sei es ein Unentschieden,
oder sei es drei Punkte, dann ist das für Selbstbewusstsein auf jeden Fall krass. War abseits. Was sagst du, Großkreuz, immer noch? Ich habe den ewig nicht mehr zocken sehen. Deswegen freue ich mich gerade richtig, ihn zu sehen. Ich habe ihn gestern schon zufällig im Flieger getroffen. Ah, okay. Wir sind gemeinsam nach Dortmund geflogen. Ja, aber also zumindest jetzt so, sagen wir, athletisch, optisch sieht er so aus, als sei er noch fit, oder? Hundertprozentig. Und er kickt ja auch noch aktiv. Ja. Zwar in dem Verein, wo jetzt, ne, nicht Bundesliga, aber ist ja egal. Ein wahnsinnig guter Kicker. Also ich erwarte mir ein bisschen was von ihm. Die Schiris wieder selbes Trikot, ja. Ich weiß auch nicht, also warum die Schiris weißes Trikot anhaben. Das ist ein bisschen verwirrend. Er hat mich tatsächlich auch letztes Mal schon ein bisschen irritiert. So eben von vorne wahrscheinlich kein Problem, aber ja. Ja, für den Zuschauer aus der hinteren Sicht ist es manchmal problematisch. Ich denke mal, steht einer urfrei, aber ist halt, ja. Oh, schade, Digga. Aber es war schon mal keine schlechte Aktion. Ja, unser schöner Ball. Der Achter bei uns, ich glaube, das ist Gilbert, der ist halt, wir haben schon gesagt, das ist ein stabiler Atze einfach, den du immer anspielen kannst. Aber wenn du den in den Lauf schickst, ne, dann ist schon ein bisschen schwierig. Er muss halt, hat einen großen Körper, hat viel Kraft, der muss halt den Ball behaupten, seinen Körper reinstellen. Und dann muss sich jemand freilaufen und im Messen schön Pass spielen. Er muss Laufwege eröffnen damit. Also eigentlich so ein klassischer Wandstürmer, wie man es, glaube ich, jahrelang genannt hat. Ja. So ein Ari van Lent. Oh, schade. Aber schön. Also gefällt mir jetzt erstmal, aber das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Schiri wird auch noch am 6. Spieltag so ein Trikot tragen. Ja, da werden wir mal sehen, wenn es soweit ist. Ey, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Bei Marcel wurde ja auf einem Kanal das hochgeladen und zur Torkunde. Kam so richtig gut an übrigens in den Kommentaren. Ich habe nur ein bisschen was mit mir zugeschickt, so quasi, ja, als, aber mit Komplimenten versehen. Deswegen, ja, freut mich. Und Manuel Fischer, das Feedback war wirklich sehr positiv, ja. Ich hoffe für euch natürlich auch. Das Einzige, was mir gesagt wurde, dass du dich anscheinend... Oh, macht er den gut. Schön gehalten aber. Ja. Super gehalten von Reichel. Biggie ist natürlich ein Wahnsinnszocker, ne? Muss man nicht drum herum reden. Sascha ist Wahnsinn. Hat er echt schön gespielt, ja. Wo hat er vorher gespielt? Ich kenne den nicht. Biggie war in der Berliner Jugend, also ich glaube, der kam aus der Hertha-Jugend. Der war in Unterhaching, weil er mit meinem Bruder zusammen gespielt, daher kenne ich ihn eben seit langem schon gut. Dann war er in Köln, dann war er, oder war andersrum, ich weiß nicht, ob erst Köln oder Unterhaching, genau, und dann aber ist es da dann irgendwann quasi zu Ende gegangen. Hm. Aber ein wahnsinniger Fußballer, vor allem für das Format 5 gegen 5. Also ich habe auch schon private 4 gegen 4 und so mit dem gezockt und 5 gegen 5. Schon übel. Also ist schon, ja. Habt ihr auch vielleicht letzte Woche gesehen, den Tunnel, den er verteilt hat? Der kann richtig zocken. Auf dem Instagram-Kanal Baller League, da posten die auch Highlights. Und da war das drin, ne? Also sofort gepostet. Ja, ich habe nur den anderen Chat aufgemacht. Ja, Chattarino ist, da war der ganze Zeit der normale Twitch-Chat noch offen. Chattarino ist einfach viel besser. So, komm, bitte. Also erstmal muss man festhalten, starkes Spiel bis jetzt von beiden Mannschaften. Man merkt, dass bei uns im Team auch mehr Laufwege freigespielt werden, finde ich. Also ich bin bis jetzt zufrieden. Stefan und Sandro unten angespannt. Boah, ich hab's gerade so genossen, den Fußball-Talk mit Stefan. Ja. Hast du ihn ein bisschen ausgetauscht mit ihm? Ja, ich liebe ihn einfach. Er ist für mich ist einer meiner Kindheitshelden-Idole aus der Bayern-Ära. So, weißt du, mit dem so, es ist nicht nur, dass wir gut reden vor der Kamera, sondern wir viben auch miteinander, weißt du? Safe. Schön. Ja. Aber mussten die auch. Ich glaube, Sandro, der Coach, der beim Training dabei war, hat denen nochmal vieles durchgegeben. Ist aber auch krass natürlich, weil viele von den Jungs ja auch gestern oder vorgestern schon gekickt haben. Heute dann nochmal Training, jetzt Spiel und die wissen ja ganz genau, was die machen müssen heute. Ja, gut, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass die natürlich wahrscheinlich alle am Wochenende auch irgendwo ihre Pflichtspiele hatten dann. Ah, okay. Umso höher zu bewerten, dass alle hier immer wieder aufschlagen dann. Safe. Ja. 0-0, aber und die Jungs haben ja auch einfach jetzt Druck im Nacken, ne? Also der Druck. Oh, schön. Okay, egal. Scheiß drauf, wer hat's probiert. Der Druck ist natürlich da, drei Punkte zu holen, ne?
Irgendwann auch noch Carsten Janka mit dabei. Oh, das würde ich auch fühlen. Der ist, glaube ich, in Österreich aktiv geil. Aktuell als Trainer oder sowas. Achso, ich wollte gerade sagen. Nicht als Spieler. Irgendwas hatte Stefan mir erzählt, dass er in Österreich in der Mannschaft trainiert. Carsten Janka, absolute Legende. Ja, Wahnsinn. Mit der polierten Meister, proper Glatze im Strafraum. Mit seinem Gefühl 2 Meter. Bei Janka und Effe war ich immer Balljunge. Bei Bayern im Olympiastadion damals noch. Ja? Ja, klar. Geil. Waren immer die Jugendmannschaften, vor allem Bayern, waren halt Balljungs. Und dann haben wir da immer schön den Jungs die Bälle zugeworfen. Carsten Janka, boah. Auch ultra nervig nach jedem Spiel nach dem Trikot gefragt. Gut, wer wird das nicht machen, ne? Ja, aber jetzt so im Nachhinein, jetzt, wo ich dann gefragt werde, merke ich, okay, ich habe echt viel gefragt damals. Also, gibt es irgendwas, was dich richtig nervt, was Zuschauer machen? Also ich weiß zum Beispiel, damals war ich mit Kai Havertz noch, als er bei Chelsea gespielt hat. Und da sind wir aus dem Stadion mit dem Auto gefahren und es ist uns wirklich über 20 Minuten, da war Stop and Go, Stadion war gerade leer, ne? Ist uns wirklich über 20 Minuten einer mit dem Fahrrad hinterhergefahren und wollte die ganze Zeit eine Unterschrift haben. Und Kai hat zu ihm gesagt, ich gebe dir keine Unterschrift, du verkaufst die Sachen bei eBay. Ja, die, ich muss sagen, die offensichtlich verkaufen, und das weiß man. Schön. Das weiß man manchmal schon. Die stören natürlich, also was mich ein bisschen stört, das sind 40, 50 Leute. Den du dann gerne ein Autogramm geben willst und ein Foto machen willst, und dann kommt einer mit irgendwie 30 Bildern an oder so. Und denkst, ey, ich würde jetzt lieber jedem irgendwie ein, zwei geben, anstatt einem, wo du dann weißt, der sammelt halt oder verkauft oder was weiß ich, was auch irgendwie okay ist, aber wo du eigentlich lieber alle versorgen würdest, als eine Dreiviertelstunde gefühlt bei einem zu stehen. Und wenn du manchmal im Stadion, ich liebe es manchmal auch, wenn ich nicht spiele, mich aufwärmen, so ein bisschen zu interagieren, irgendwie mal mit Fans, wenn die dann aber nicht genug kriegen davon. Also wenn du dann einmal irgendwie auf was eingehst, dann rufen sie danach beim Warmmachen 20 Minuten die ganze Zeit und sagen, du hast zuletzt mal, habe ich mich warm gemacht gegen Bochum. Da hat einer gesagt, sag dir mal, die sollen nach vorne spielen. Und ich denke mir so, was soll ich denn jetzt machen? Oh, warte mal, was ist das für eine Situation? Liga B an, bis in die Bundesliga, in jeder Liga in Deutschland gespielt und getroffen hat. Manu Fischer. Schön! Aber warum hat er den bekommen? Was war das jetzt? Dritte Ecke, oder? Ja, dritte Ecke. Hält ihn. Gut. Ja, das war Penalty, glaube ich, weil er im Bein reingestellt wurde und er dann so weggekickt mäßig. Ich mache ein ganz bisschen leiser. Wichtig von Niklas gehalten. Super gehalten von Reichel. Und auch, ey, guter Angriff. Ey, Chat, wirklich ein schönes Spiel von unserem Team. Komm, mach ihn, mach dich runter. Oh, ist das yeah! Let's go! Yeah, High Five, Sascha. Schön, wichtig für Selbstbewusstsein. Schön, genauso wie ich ihm gesagt habe, hat er es auch gemacht. Körper reingestellt. Unwichtig. Super. Und das kann er, wenn er will, die ganze Zeit eigentlich machen. Super. Das ist ein sensationelles Tor, ne? Ja. Das ist sensationell. Wo zockt er? Wisst ihr das? Ich weiß auf jeden Fall, dass er, glaube ich, eine rote Karte, also beim Draft Day, eine rote Karte hatte, schon mal eine bisschen höher angesetztere. Aber ich glaube, der kam aus Niederlande, glaube ich, irgendwo. Okay, ja, weil die Bewegung, die sah nach richtig Fußball aus. Also, wenn wir es jetzt schaffen... Egal. Wenn wir es jetzt schaffen, ein bisschen sicher zu spielen und nicht direkt den Gegentreffer mit ein bisschen Köpfchen und Selbstbewusstsein, vielleicht sogar das 2-0 machen, das wird bei den Jungs, bei denen geht jetzt im Kopf gerade, die freuen sich, aber auch Angst, den Gegentreffer, die Führung zu verspielen. Weil wir haben auch letztes Spiel, wir haben 1-0 gemacht, wir haben uns gefreut, da war auch noch die Animation, auf einmal direkt 1-1. Ja. Also natürlich, Genickbruch, ne, mental. Du freust dich und dann direkt der Gegenzug. Ist tatsächlich was, fühlt sich dann eher an, als wärst du hinten. Aber geiles Spiel. Ja! Und Mats Hummels kriegt vielleicht einen kleinen Schreck da. Beim Urschrei von Montana. So. Schön. Die verteidigen wirklich super. Hier ist richtig viel drin. 9 Minuten drin. Hängt die Ball rein. Gleich kommt der Game Changer. Ja, dauert noch kurz. Ja, nach 12, oder? Ja, ja. Mhm. Oh, gefährlich. Ei. Ah, Scheiße. Aber egal, alles gut. Wir machen trotzdem ein super Spiel. Scheiße, Mann. Auch so ein leichtes Tor, ne? Ja, ja. So, wir spielen ein richtig schönes Tor raus und dann kommt so ein cooler Ball. Machst du nichts. Unlucky. Ja, ist unlucky, aber egal. Man muss den Kopf aufrichten und weitermachen.
Schön, Reichel. Reichel macht das wirklich super heute. Ja, euer Keeper ist top. Ja. Er ist auch fußballerisch richtig gut, ne? Der kann ja, der Niklas, der ist wie Manuel Neuer, ne? Der ist so oft, bietet er sich auch nochmal an. Das ist geil. Ich muss sagen, hat mir in den ersten beiden Spieltagen schon sehr gut gefallen. Hundertprozentig, ja. Und hat Marc dir ein Paket schon geschickt? Der hat nicht geschickt, aber tatsächlich gab es eine Kontaktaufnahme. Grüße gehen raus an Marki Mark, bester Mann. Aber ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, ehrlich gesagt. Müssen wir mal. Ja. Bei Marc musst du vorsichtig sein, weil er ködert erst. Er schickt dir so ein Parfüm von sich zu, noch eine andere Duftprobe auf einem Blatt Papier und so auf schön. Ah, okay, also, ja gut. Das wirkt auch so, als wüsste er, was er macht, muss man sagen. Ne? Aber, dass er deine Adresse hat, ist schon wie eine verkaufte Uhr. Ja, ich sag mal so, er hat eine, aber nicht meine. Okay. So würde ich es jetzt mal formulieren. Wir sind noch nicht auf der Ebene angekommen. Ist ja auch überhaupt nichts bei, wenn man. Aber er hat eine, wo es mich erreicht. Ja, so würde ich es formulieren. Ist auch in Ordnung. Und selbst wenn es am Ende nur ein schöner Duft wird, ist doch auch okay, ne? Also die ganzen Clips, die über Hummels damals hochgeladen worden sind, bodenständig, kann man auch. Spaß. Bald hat er mehr Uhren als wir alle zusammen. Nee. Wenn ich sehe doch da. Wir haben auch eine. Ja, ich bin noch. Guck mal, ich bin schon wieder blank unterwegs hier heute. Oh. Oi. Schön weggeholt, die Drecksau. Oh ja. Schaman von hinten. Ja. Gut so. Auch mal. Ja, ist auch okay. Was ist das jetzt? Was zeigt er an? 2 Minuten Zeitstrafe. So arbeiten wir hier in der Border League und durchaus. Ach, wieder ein schöner Biggie. Bro. Schöner Tunnel. Meine Güte. Ach, das war doch Schwalbe! Die Drecksau. Geballte Fußballfachkompetenz hier. Das war Schwalbe! Ich glaube, jetzt haben wir für 2 Minuten einen Mann weniger, ne? Jo. Und jetzt kommt. Ja, dumm. Ja, jetzt ist noch die letzten 40 Sekunden, dann kommt der Gamechanger. Wie wird denn beim Gamechanger mit einer Zeitstrafe umgegangen? Das ist eine gute Frage. Kommt doch wahrscheinlich auch dran, welcher es wird. Och, das ist so schön, wie der junge Fußball spielt. Oh Gott. Das müsste das 2-1 für Streets United sein, wie Galke. Es ist Sascha wie Galke. Aber jetzt immerhin die Zeitstrafe ist jetzt vorbei, oder? Wenn man gegen Tor kassiert. Oder geht die weiter? Das weiß ich gar nicht. Ich hab keine Ahnung, Digga. Bin schon wieder im Bruch. Ey, Der Bigalke ist ja, was der für eine Ballsicherheit hat und wie der das vorne macht und die Bälle dann auch verteilt, ist ja krass. Ja, vor allem die richtige Entscheidung, ne? Der richtige Pass, dann ist er so ballsicher. Das ist ein geiler Fußballer. So, was kommt jetzt für ein Gamechanger? Kann gut sein, kann schlecht sein für uns. 2-1 ist trotzdem ein Ergebnis, was ich zur Halbzeit nehme. Die Jungs haben stark gespielt, jetzt unnötig noch das Tor kassiert wegen ein Mann weniger, würde ich fast sagen, ja. So, was kommt jetzt? Abstieg in die zweite Liga wie Schalke, kannst du mal Maul halten jetzt. Volley, oh Gott. Ja, ich finde Volley ist okay, oder? Ich meine, das Problem ist, wir tun uns auch ein bisschen schwer, finde ich, mit dem finalen Pass vor dem Tor. Und ich finde das ja für Volley super wichtig. Ja, natürlich. Also. Ist auch, ich finde, vielleicht so, könnte schon die anspruchsvollste Aufgabe sein, oder? Also ich sag ganz ehrlich, ne, man darf ja auch sagen, ich finde die Game Changer oft nervig. Und vor allen Dingen finde ich die drei Dinger, die zur Auswahl sind, da ist nichts dabei, wo du dir denkst, boah, so, das, darauf freue ich mich jetzt. Dieses 1 gegen 1 zum Beispiel fand ich echt geil. Ja. Aber die drei Sachen, die da zur Auswahl sind, finde ich so, das 1 gegen 1 quasi, wir haben das früher immer Linie oder Tor zu Tor genannt hier, mit dem halt Schießen quasi, du darfst ab dem Vodafone-Zeichen, der Ball muss rollen, ne, aber du musst schießen. Genau. Genau, ja. Ja. Das hat euch letzte Woche doch fast nochmal zurückgebracht. Ja, das war auch gut. Ja, Sascha? Ich glaube, Volley ist drin, weil die sich halt schöne Tore dadurch erhoffen, ehrlich gesagt. Es macht ja, also es bremst ja das Spiel wahnsinnig aus, wenn du eigentlich vor dem Tor stehst, aber nicht schießen kannst, weil du halt schon den Ball angenommen hast. Du hast einen Punkt, aber vielleicht kriegen die Jungs ja auch, muss man auch sagen, vielleicht mit der Zeit auch noch mehr Lösungen hin dafür, ne? Stimmt, das dass so das... prädestiniert, wenn jetzt einer das Ding einfach Volley reinjagt aus 20 Metern. Zählt jedes Tor doppelt bei Volley? Hat einer gerade in den Chat geschrieben.
Das Schlimme ist, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich weiß, wie die Regeln jetzt gerade sind, aber gerade hat schon einer geschrieben, Matzes Bresilien kennt die Regeln nicht und jetzt habe ich gerade Angst, mich zu äußern. Das Tor zählt doppelt. Genau, das Volley-Tor zählt doppelt, es geht aber auch normale Tore, richtig? Oder warte, ich habe wir haben verschiedene Varianten immer durchgesprochen, deswegen bin ich gerade kurz verunsichert. Nur Volley. Nur Volley. Mhm. Und das zählt dann doppelt. Das einfache Tor gibt es nicht. Ah, okay, Nein. Schade. Hätte ich gar nicht mal so schlecht gefunden. Bring ich nochmal rein. Ja. Aber ich glaube, dann würde das einfach nicht stattfinden, dass die wirklich jetzt Volley schießen. Das würde nicht stattfinden. Ja. Gutes Argument. Ihr seid wieder zu vollzählig. Waren wir vorher auch schon. Dass durch das Tor wurde das aufgehoben. Da war die Zeitstrafe ausgeblendet schon. Also ist dann doch direkt vollzählig. Ich glaube, Chad, das war doch so, oder? Ich habe nicht drauf geachtet gerade. Nein, war nicht so. Die Zeitstrafe lief noch weiter. Nee? Okay, dann habe ich falsch geguckt. Hab ich Chad, ist auch, Chad ist ja auch eigentlich. Jetzt ein Volley-Tor und in Führung gehen? Das wäre geisteskrank gut, aber Volley... Überlege ich gerade, was wäre die beste Herangehensweise in Volley? Quasi ein langer Ball hinter die Kette oder eher irgendwie ein hoher Ball auf den Mittelstürmer, der legt ab und dann Volley? Ich würde so machen, ich würde unserem Gilbert den Ball geben und der soll einfach den irgendwo durchstecken oder einfach draufhauen. Klingt nach dem Plan. Ich würde bei Volley versuchen, wahrscheinlich Fernschüsse, ne? Aus zweiter Reihe. Vorlegen. Ja, wäre auch auf jeden Fall, das wäre einer für die Insta-Highlights dann. Da ist er doch. Lupft das Ding hoch, oder? Der passt schon längst machen müssen. Oh. Moment, hier vorne liegt ja noch jemand am Boden. Ah, jetzt kann er wieder langsam. Oh. Herzhauser. Ich hoffe, hat es nicht richtig wehgetan. Torschütze gewesen für das Manu, oder? In der letzten Woche mit einem doppelten Beinschuss. Fischer meine ich. Also nach einer Ecke, da gab es noch Ecken. Zwei Beinis verteilte und dann auch noch traf. Keine Ecken. 20 Sekunden noch. Komm, einen geilen Abschluss hätten wir jetzt schon noch hier gerne im Programm, oder? Ja. Jetzt ein Tor. Das ist so richtig. United. Oh. Nach Rückstand wieder Teilnehmer der Veranstaltung. Oh ja. Foul, Juan! Das war Foul, Junge! Viel Beschwerde von der Bank von Gönnergy. Streets United mit vollem... Wie kann er das quasi als Foul machen? Und dann können die Gemüter sich erstmal abkühlen hier. Ey, was für eine erste Halbzeit. Zieh doch nochmal auf! Das ist doch jetzt zu Ende! Bro, da muss man doch nochmal einen Abschluss suchen, wenn noch 2-3 Sekunden zu spielen sind, dann geh alles nach vorne. Ja, und bei dem, gerade wo er den Diagonalball kriegt, weil er so blank, den finde ich, muss er Volley nehmen. Ja. Ja. Ah, ist okay. Mats distanziert sich, schreibt einer. Das war nur für eine Formulierung, von allem anderen distanziere ich mich nicht. Nur ein Wort. Das könnt ihr machen. Kennst du, Huren ist was anderes. Nix gehört. Das ist der Vorname von dem Spieler. Man muss auch sagen, ich glaube, die Jungs haben ja die Uhr jetzt nicht wirklich im Kopf, aber auch gerade mal, als der letzte Ball kam, da musst du einfach mal, halt einfach drauf, was sollte schon passieren irgendwie. Ja, wirklich, vor allem letzter Schuss hast du ja wirklich nichts, ne? Eine Frage ganz kurz zwischendurch. Schieß. Warte mal, wir machen groß. Ganz schnell. Wie ist das auf dem Spielfeld, wenn ihr spielt untereinander, also nicht ihr untereinander im Team, sondern gegen die Gegner? Beleidigt ihr euch da gegenseitig, du Wichser, du Arschloch? Und Teils. Manche machen das, ich mach's zum Beispiel gar nicht. Ich lieb's immer ein bisschen eher so ein bisschen witzig mit denen zu reden. Mhm. Also, aber es ist nicht so, dass da die Leute sagen untereinander, ey du Huren, sowas. Kann auch mal passieren. Und wenn der ist eher gang und gäbe als meine Art, würde ich sagen, ja. Definitiv. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde gegen Sascha spielen und wir hätten Zweikampf und ich würde sagen, du Hund oder du Huren und der Schiri würde das hören, würde ich dafür eine Karte bekommen oder also bestraft der Schiri das Beleidigen untereinander nicht? Nee, das wird nicht beleidigt. Außer das halt wird, rassistisch, das wird ist ja nicht, klar. Ja, klar, ja, aber ja. Das andere wird nicht sanktioniert. Ich habe schon viel gehört, also wo auch der Schiedsrichter ganz klein neben mir stand und gehört hat, wo ich ihn auch so mal gefragt habe, ey, du weißt schon, was er gerade gesagt hat und dann hat er es aber einfach wegignoriert. Ich glaube... Das geht auch eigentlich. Das geht tatsächlich nicht. Vor allem danach, was halt das Problem ist, logischerweise sprechen ja auch nicht alle Deutsch, das heißt, es wird auf verschiedenen Sprachen beleidigt. Manche Beleidigungen kennen wir, manche nicht. Das heißt, du kannst es wahrscheinlich gar nicht sanktionieren, weil wenn du jetzt aber manche verstehe ich auch. Ich verstehe jetzt auch auf Kroatisch oder auf Polnisch und was weiß ich, verstehe ich auch Beleidigungen. Weil ich weiß dann, dass es eine Beleidigung ist, aber zum Beispiel der Schiedsrichter, wenn der dann dafür dann was geben nicht, würde, da könnte der andere auch sagen, nee, ich habe das gesagt, was ähnlich klingt, aber deswegen glaube ich, da kannst du nicht dran. Also bist du auch dafür, dass man das gleiche Recht dann aber auch für Schiedsrichter, dass der Schiedsrichter auch mal als Arschloch betitelt werden dürfte? Nein, auf keinen Fall. Ist Autoritätsperson, ich weiß, ja. Dann würde ich sofort wirklich den runterstellen. Natürlich, hundertprozentig, ja. Jetzt wollte ich gerade irgendwas bei dem Thema, wollte ich noch irgendwas sagen.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß es leider gerade auch nicht mehr. Ich komme nicht mehr drauf. Bin ich kurz aus der Fassung gelangt. Also ich glaube schon, dass es oftmals auf der Zunge brennt, dass man den Schiedsrichter gerne beleidigen möchte. Glaube ich schon, ja. Ich glaube vielen schon. Also mir tatsächlich nicht. Ich habe dann eine andere Art, mit denen zu reden. Ich glaube, das hören die auch, glaube ich, ein bisschen lieber. Hm. Ja, aber ganz gelegentlich kriege ich schon auch mal einen bösen Blick von einem Schiedsrichter. Aber eben nicht durch Beleidigung, sondern eher, weil ich dem dann sage, ja, hier ist es jetzt zu oft in die eine Richtung gelaufen. Die Jungs spielen weiter, ich bin sofort wieder da, du machst das ja einmal alleine. Ich schmeiß den Laden, oder was? Ja, ich bin in einer Minute wieder. Ja klar, ich mach das hier. Soll ich mal, ich guck mal in den Chat rein ein bisschen. Ja. Das ist ja ein Genuss, den Chat zu lesen hier, das muss ich öfter machen. Ich glaube, Matze ist ein Jahr älter als Monte, glaube ich, ist gemeint, oder? Ich glaube, ich bin ein Jahr älter, ich weiß gar nicht. Ist Monte 89er? Ist das jemand? Ich glaube, das ist 89er-Jahrgang. Hat er richtig volles Haar bekommen? Bin ich gemeint? Ah, guck mal, hier schreiben sie, Monte ist auch 88. Geil, dann sind wir der gleiche Jahrgang. Aber er ist wahrscheinlich älter, weil ich bin 16. Dezember. Jetzt geht's ein bisschen schnell. Jetzt kriege ich nicht mehr viel mit hier. Ich bin schon mal froh, dass mich alle richtig schreiben. BVB, echte Liebe. Ich weiß nicht, ob Monte das so gut findet, wenn das hier geschrieben wird. BVB, echte Liebe wurde reingeschrieben. Ja, aber das hat er sich wahrscheinlich nur getraut, weil er dachte, du kriegst das nicht mit. Ja, das können sie schreiben, wie sie wollen. Das ist in Ordnung für dich? Da bist du entspannt? Jeder kann ja Fan sein, von wem er möchte. Ne, ist ja klar. Ja, das stimmt. Das werde ich ja nicht bestrafen, wenn hier BVB-Fans sind. Ne? So, wir brauchen dringend ein Tor. Dringendst. Ganz, ganz dringend. Und das ist echt ein schöner Konter von den Gegnern. Da war der Pass von Bigalke. Ich würde den so gerne allein hier schon analysieren. Der war wieder der perfekte Pass im richtigen Moment. Ich bin unfassbar gespannt. Das hat er wirklich schön gemacht. Jetzt müsste er rüberspielen. Oh mein Gott, hat er den schön gehalten aber auch. Oder sah das? Das war echt stark gehalten, oder? Ach, der Pfosten! Ich habe gedacht, der ist rangekommen. Oh, Mann. Ich glaube, der hätte gesessen. Ja, das hätte das 2-2 sein können. Das lag auf dem Fuß, Gefühl, ne? Scheiße. Aber gut, also gegen einen ungeschlagenen Streets United machen wir kein verkehrtes Spiel. Aber wir müssen definitiv... Ne, vor allem gegen eine wirklich gute Mannschaft. Genau, ja. Also. Aber wir müssen ein 2-2 zeitnah machen, weil wir wollen nicht mit einem 2-1 in diese komische Challenge gehen. Game Changer. Ja, würde euch schon gut tun auf jeden Fall jetzt. Heute einfach mal was mitnehmen. Safe, ne? Hundertprozentig. Mal was auf die Anzeigetafel bringen. Und jetzt heißt es wieder Penalty für Streets United. Wenn ich einzelne Spieler finde, da kann ich doch, selbst wenn ich die nicht gut finden würde, könnte ich nur sagen, dass ich sie gut finde. Das geht nicht anders. Das kann ich erst in ein paar Jahren machen. Entlass Sascha und hol Mats ins Boot. Mats ist ja der Präsi, der Baller. Ich glaube, der macht ihn rein oder nicht. Ja, das ist, das geht nicht. Nee. Moment. Ah, war das hier? Oh, stark gehalten. Und Biggie vergibt den Penalty. Wie heißt Reichel nochmal mit Vornamen? Ich hab vergessen gerade. Oh, ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn doch gerade noch beim Vornamen genannt. Sascha weiß das immer. Dafür haben wir doch den Chat, der kann doch bestimmt helfen. Chat, Niklas. Ja, genau. Ich weiß nur Reichel. Das ist der zweite Elfer, den er gehalten hat, ne? Ja. Also Niklas hat das wirklich stark gemacht. Aber ich verstehe nicht, wie ist er wieder zustande gekommen, der Elfer. Ich glaube, das war wieder ein dritter Ecke, ein Elfer. Elfmeter, oder? Ach, wenn drei Ecken sind, bekommt ein Elfmeter? Ja. Klassische Bolzplatzregel, ja. Finde ich exakt geil. Ja. Die holt mich extrem. Wir brauchen auch mal Ecke. Aber wir haben bis jetzt, glaube ich, eine. Eine habt ihr, ja. Ich meine auch eine. Ja, dritte Ecke, ja. Ich bin nicht so Bolzplatz belesen, Chat. Ich lerne immer was dazu. Und die letzten Male hatten wir das Gefühl gar nicht. Gab's es noch nicht. Ach, es ist seit heute erst? Ah, okay, never mind. Oben sind die Punkte. Ja, das habe ich auch gesehen, ja, komm. Och, Mann. Jungs, lasst euch jetzt nicht einen einschenken, Mann. Ich kann sagen, aber für den Gegner. Ja. Ich hab kurz was. Nein. Ja. Von hier macht's mehr Spaß zu gucken, aber das Kommentieren. Abseits? Schade für den Streamer und geiler Blick. Du hast hier oben schon, muss man sagen. Unfassbar schön. Ja. Ja, hier fragt jemand, ob ich von Dortmund aus spielen dürfte. Kann ich natürlich nicht mit Verletzungsgefahr. Ansonsten, glaubt mir, wäre ich schon längst auf dem Platz aufgeschlagen. Würdest du privat kicken und du würdest dich verletzen, würdest du ja genauso viel Ärger bekommen. Du musst ja
Nach bestem Interesse, so dass du dich nicht verletzt und für deinen Verein spielen kannst, richtig? Genau, ja. So in der Sommerpause ist so ein bisschen was anderes, weil man sich damit natürlich auch irgendwie fit hält und in Form hält. Aber jetzt klar, während der Saison geht es nicht, muss man ehrlich sagen. Dafür. Das war ein Foul! Hätte ich auch gedacht. Oh, oh Gott. Aber das war hundertprozentig ein Foul. Schau mal, ob Biggie das auch in seinen Insta-Highlights postet gerade. Also das war, tut mir leid, Chiri, da hast du Tomaten auf den Augen gehabt. Das war 100% ein Foul. Pass auf, das ist ein guter Konter. Das ist ein guter Konter. Boah, schön. Schade. Spagat. Schade, schade, Marmelade. Na kommt, Jungs, macht eine Bude. Schön. Oh, der brennt. Schön macht er das. In die falsche Richtung. Ja, ein bisschen Sicherheit reinbekommen und dann... Komm, spiel ihn rechts rüber. Oh mein Gott. Oh. Ei. Ist das jetzt... Es ist so unnötig. Jetzt ist er hier eventuell wieder direkt beteiligt an einem Gegentreffer. Hat er ihm 2 Minuten gegeben? Ich hab's nicht gesehen. Unnötig, das passiert halt. Naja, er zieht sich doch an die Chance, also wahrscheinlich. Der Wildcard-Spieler von Street United war durch. Aber trotzdem, die Situation hätte gar nicht so sein müssen. Vorher war ein Foul. Also da muss man auch mal als Schiri dann pfeifen. Ansonsten fange ich nämlich an zu beleidigen. Mir ist egal, ich kriege, glaube ich, eine Karte bekommen. Fände ich ganz geil, wenn der Schiedsrichter hier hoch eine Karte zeigen würde. Wenn er hier, also vom Platz aus oder er kommt hier hochgelaufen. In welchen Arschbauer gehen, wenn er hier hochkommt. Ja, das... Ja, komm, aber hier, deine Leute im Chat sind auf deiner Seite. Die sagen, ja, sagen ganz klar Fehlentscheidung. Das ist mir relativ egal, weil wir brauchen Punkte. Verstehst? 3 Niederlagen in Folge. Warte mal. Ah, 2 Minuten, aber Freistoß. Ich dachte, dass das safe sehr wegen letzter Mann quasi Penalty geben würde. Und Engel stellt sich für ihn, ja, aber wir spielen 2 Minuten mit einem Mann weniger, ne? Ja, ihr haltet euch im Spiel. Ihr haltet euch im Spiel. Der sich quasi hier so, 2 Minuten, generell noch 10. Runter muss, die 2-Minuten-Strafe erhält. Wahnsinn. Schaman mit dem... Ja, ein Mann weniger. Aber was meinst du, geht jetzt hier Street United aufs 3-1 oder versuchen die... Hundertprozentig gehen die jetzt auf 3-1, ne? Spiel ist zu lang, um jetzt richtig zu sein. Wir sind ein Mann weniger, natürlich muss man jetzt Druck machen, ne? Wir müssen die Zeit natürlich umbekommen auch, aber das haben die gut gemacht. Aber man muss ehrlicherweise sagen, Streets United hat 2 Elfmeter und einen indirekten Freistoß, glaube ich, nennt man ja trotzdem, ne? Mhm. So, also wir dürften uns nicht wundern, wenn wir jetzt hier auch der Reihe 1 hinten liegen. Das ist ein direkter Freistoß, also der direkt geschossen ist. Ach so. Genau, nicht indirekt, aber genau. Also ich meine, für die Ausgangssituation klar. Ist es mit 2-1 noch okay. Eigentlich müssten die Jungs sich jetzt belohnen und ein Tor machen, weil normalerweise wird es hier vielleicht schon 3-1 oder 4-1 stehen, wenn sie die Chancen nutzen werden. Und da muss man jetzt was bei rummachen. Hier haben wir ihn in Szene gesetzt. Vom Biegalke. Wie lange ist noch die Zeit? 30 Sekunden Zeitstrafe. Das wäre wichtig, sich in der Zeit keinen zu fangen. Jetzt auch mal ein bisschen intelligent spielen auf Zeit. Bisschen intelligent spielen auf Zeit. Bisschen Zeit runterlaufen lassen. Gut. Oh. Was macht der denn? Engels, der ins Tor Bro, nicht wirklich, oder? Gibt das, aber was es gibt wieder direkten Freistoß, Bro. Aber dafür gibt es jetzt keine 2 Minuten, oder? Für einen Rückpass, logischerweise. Schnauze da drüben, Mann! Das ist richtige Regelkunde hier, das Spiel heute.30 Minuten wird gespielt, aber die letzten 3 Minuten... Immerhin Niklas Reichel ist wieder da, die Zeit ja. Ist schon abgelaufen. Reichel darf noch nicht wieder rein. Er hat noch, also es gibt nur die Bestrafung... Mit dem Freistoß. Es gibt keine weitere Bestrafung. Nee, es heißt gerade, Niklas darf noch nicht rein. Er hat noch 20 Sekunden anscheinend. Hä? Also ich dachte auch, es wäre noch nicht abgelaufen gewesen. Deswegen war ich kurz irritiert. Heißt, Engels muss es weiterrichten. Kein Vorwurf, Engels muss ins Tor. Der eigentlich Spieler ist, ja, er bleibt noch in der Kiste. Ach Gott, ja, wenn wir jetzt einen fangen, dann ist... Penalties gehalten. Jetzt einfach mal Biggie. Komm, wenn Biggie ein Großer ist, spielt er jetzt den Querpass auf Manu Fischer, der so ein bisschen belanglos am langen Pfosten steht. Siehst du das rechts? Da muss der Ball hin, nicht zu 17. Biggie, das sind unsere Gegner. Das sind, ja, aber ich bin auch ein Fußballfan. Ja, nee. Ja, er macht's. Und der schießt drüber. Aber wir sehen, Biggie ist ein Großer. Geil. Ja, sowas freut mich, muss ich aber sagen. du musst auch für uns sein. Hm. Aber du bist er hat ja für ja uns. Geschossen. Ich wollte nur, dass er den Pass spielt.
So, wann kommt Reiche jetzt rein? Fünf Minuten. Macht jetzt das Tor, komm, bevor Reiche reinkommt. Ja, da ist keiner, Jungs. Oh. Aber ein gutes taktisches Foul. So, jetzt ist Reiche wieder am Start. Warte mal ganz kurz hier. Ich muss mal ganz kurz da drüben für Ordnung sorgen. Ja, mach mal, räum mal auf. Ich bleib mal kurz hier. Danach kommt bei mir langsam der Hunger durch. 19:09 übrigens haben wir gerade. Ein Spieler für die nächste Woche. Wer wird nicht verraten? Auf jeden Fall einer mit einer Menge Bundesliga-Spieler. Spiele. Kommst du rum? Ja, ist gut. Er geht hinten zum Italiener in die Ecke. Nee, wirklich. Ich glaube, dass mir vom Hotdog-Stand schon was geholt wurde. Ach so, okay. Ich hoffe es. Hm. Weil ich muss auch schon sagen, jetzt noch so ein paar spannende Schlussminuten, weißt du, ein, zwei feine Hotdogs fühle ich heute. Keine ja. Sorge, wird morgen wieder abtrainiert. Morgen früh wieder. Natürlich. Pizza holen klingt auch gut, aber geht heute nicht mehr. Beim Italiener gibt's leckere Carbonara, die habe ich mir eben reingezogen, ja. Wirklich sehr leckere Carbonara. Ja, okay, dann gibt's die auch noch. Ich meine, Nudeln geht ja. Nudeln gehen immer, ja. Ja. So, die Jungs müssen jetzt hier mal was machen. Wir sind wieder vollzählig. Bloß kein Elfmeter wieder. Komm, eine Angriffssequenz gönne ich mir noch. Ein schöner Konter, 2-2 und dann... Das wäre schön, ja. Aber Streets United nimmt auch ein bisschen Tempo gerade raus. Ich wollte gerade sagen, ihr seid zu passiv. Bro, der pfeift alles gegen uns! Der pfeift wirklich alles gegen uns und für uns pfeift er nichts. Hat er Tomaten auf den Augen oder was? Oder kriegt er bei Döner hier bei Podolski Preisnachlass? Was soll denn die Scheiße? Raus mit dir, du bist Pechrabe. Nee, egal, Diggi, wir sind hier gerade. Jetzt ist schon wieder Freistoß, Digga. Das kann doch wohl nicht sein. Abseits. Der Schiri pfeift nur gegen. Also der Schiedsrichter ist gekauft. Gekauftes Falschgeld. Oh, oh. Aber gut wegverteidigt. Gut. Oh. Schön. Vielversprechend. Oh, stark. Hey, du Arsch! Gib mal jetzt mal eine Karte! Auch mal eine Karte geben! Zwei Minuten Zeitstrafe da mal auch. Gib ihm mal eine Karte! Aber ich muss wirklich sagen, ich habe echt das Gefühl, dass hier gegen euch gepfiffen wird. Ja, und gegen uns wird gepfiffen. Ich bin hier unparteiisch. Ne? Ich habe hier damit nichts zu tun. So, jetzt haben die Gegner zwei Minuten. Haben sie zwei Minuten bekommen? Die haben zwei Minuten bekommen, ja. Klassische Konzessionsentscheidung. Oh, der ist gut. Schön, Jungs! Schön weitermachen! Mach Druck! Hä? Ich muss auch sagen, zwei Minuten war eine harte Strafe. Achso, ist das zweite Ecke, oder? Das heißt, bei der nächsten Ecke Elfer. Mal die zweite. Ja. Also eventuell ist der Penalty gut, denn, das Zünglein an der Waage. Dann liegt der Ausgleich quasi in der Luft. Oh, stark. Boah, stark abgeschossen. Ja, wenn Ecke wäre Elfmeter, das wäre gut, wäre super. Dann, also den müssen wir dann auch noch reinmachen. Sonst müsste Streets United eventuell nicht mehr so zittern. Spiel auf Ecke. Pre-Match, Player of the Game. Das tatsächlich wäre eine Taktik, die man jetzt anwendet. Ja, natürlich, klar, natürlich. Ja, Chat sagt auch, sollte auf die dritte Ecke spielen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das ausspreche. Ja, sind noch jetzt drei Minuten und dann ist dieses Dings. Und die Gegner werden jetzt auf Dings. Ja, aber wäre schon gut in der... Der war im Haus! Weiß ich nicht. Schön! Stark, Junge. Super jetzt gemacht, komm! Spiel die Mitte! Boah, ja. Gut gespielt. Ja! Ja! Richtig! Das war eine geile Bude. Geiles Ding! Und da ist der Mann! Da ist der Mann! Das, was ich ihm letztes Mal gesagt habe: intelligent spielen, Körper reinstellen. Super Ding! Genau wie Super du gesagt Ding. Hast, Wahnsinn. Die scheiß Cartier-Abband kostet genau. 8.000, fällt immer vom Arm. Was ist das für ein Billigblöden? So, und jetzt auf Ecke spielen. Spiel auf Ecke jetzt, Jungs. Komm, 7 Sekunden, ein. Oi, schön, hat er trotzdem, gut. Spiel rüber. Vorsicht, aber jetzt muss er aufpassen, jetzt kommt der Mann wieder rein von der Zeitstrafe. Nicht, dass er ihn übersieht. Oh, schade. Das ist faul! Ich sag's dir, das war ein geiler Defensiv-Zweikampf. Ja, für mich ist alles voll. Spielt auf Ecke. Auf Ecke müsst ihr spielen, Jungs.
Dann habt ihr einen Elfmeter. Mit zwei Niederlagen bisher. Auf dem Weg zum ersten Punkt sind aber noch 4,5 Minuten in Halbzeit 2. Wir müssen ein bisschen auf Ecke spielen. Schön. Komm, spiel rüber. Rüber links. Jetzt. Komm. Oh, Ecke, Ecke. Er ist Einwurf. Spiel auf Ecke, Jungs. Jetzt die Linie lang, genau, Ecke rausholen. Stark, das ist die dritte Ecke. Super, dritte Ecke! War die dritte Ecke. Ja! Yeah! Was? Wo ist eigentlich Sascha? Stimmt, wo ist der hin? Der hat sich irgendwann verabschiedet, der ist einfach weggegangen. Nee, der ist unten am Spielfeld. Ist er in die Seitenlinie? Ist das die dritte Ecke gewesen? Das ist die dritte Ecke, ja, ja, das ist jetzt Penalty. Riesenchance aufs 3-2. Den muss er machen! Wer nimmt den? Natürlich. Please. Ja, dann muss ich auch aufstehen. Und mir angucken. Es Wenn die anderen jetzt das 3-2 machen, gibt es Reibereien. Oh, Riesenkonter. Riesenkonter. Ah, gut verteidigt. Ist das ja, hier knallt es auf jeden Fall, richtig jetzt. Oh, Außenriss. Oh, gut gemacht. Junge, hier viel Glück die letzten 3 Minuten. Ich gucke das von oben. Wir sehen uns später, ja. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nämlich nicht anstecken lasse von der Parteilichkeit her. Nee. Ganz entspannte Runde hier. Okay, aber ey, super Leistung vom Team. No joke, Chat. Das Team hat heute extrem stark gespielt. Auch wenn das gegnerische Team 2 Penalties hatte. Aber unfassbar schön gespielt. Schönes Spiel. 2-2. Aber war wieder wie letzte Woche, ne? 1-0 in Führung. 1-1. Ich dachte einfach nur, oh nein, bitte nicht. Aber 2-2 wäre auch gut. Wieso steht doch 2-2, du Pflaumenpflücker? Hä? Oh, jetzt kann ich endlich. Oh nein, nein. Oh. Ich habe die ganze Zeit zurückgehalten. Beim Jubeln habe ich die ganze Zeit schon gefurzt. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Und es wird die neue Regel. Galaxy Fair Play heißt, jedes gepfiffene Foulspiel wird mit einem Platzverweis bestraft. Das wird die Start. Ohne den Torwart gute Nacht, sage ich ehrlich. Bro, natürlich musst du dich in dem Spiel auch auf deinen Torwart verlassen, klar. Die haben echt super gespielt, die Jungs. Aber wir brauchen Punkte. Ah, jetzt kommt dieses Game Change, ne? Ja. Ey, dieses, hoffentlich aber kein 1v1, weil das ist echt scheiße. Das ist komplett random. Ja. 1v1 ist einfach so, keine Ahnung, du verschießt einmal. So, es ist noch gefühlt noch schlimmer als so normales Elfmeterschießen. Ich fand es letztes Mal relativ spannend, muss ich gestehen, ja. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt für ein Game Changer? Fair Play, neue Regel. Jedes Foul Platzverweis. Okay, gut. Oh. Scheiße! Kommt, Jungs. Oh! Oh mein Gott, war der knapp! Oh, Scheiße! Oh, der knapp! Beste Aktion von Ihnen in diesem Spiel. Kommt, Jungs. Holt 3 Tore. Meine Carbonara arbeiten. Komm, rechts! Schlechter Pass. Carbonara arbeiten. Schön! Schade. Oh, oh. Manu Fischer. Schön. Oh, Marcel, der war... Der also... Oh, Bruder! Ich hab doch gesagt, Carbonara arbeiten. Ja, aber Bruder, nein! Bro, der stinkt aber nicht, der ist nur Luft von Frust. Zweifache Torschütze. Du hast schon ganz so viel Luft, ne? Ja. Schade, schön gedacht. Hol ihn dir, schön, oh. Schön. Schade, aber gut gemacht, Jungs. Guter Einsatz. Wird besser. Die Jungs spielen super. Die Jungs spielen viel besser als das andere Team.
viel bissiger in den Zweikämpfen. Richtig geil. Es macht richtig Spaß. Man merkt, die Jungs haben Hunger. Aber die pressen heute auch mehr. Ja, das macht Spaß, denen zuzugucken. Die gehen rein in den Kampf. Die müssen sich bloß belohnen. Die müssen sich jetzt belohnen mit einem Tor und die müssen in Führung gehen. Den Kopf nach oben halten. 2-2 ist gut, aber die müssen jetzt sich belohnen für diese super Leistung. Weil wer sie vorne nicht reinmacht, der kriegt sie hinten rein. Und wenn das 3-2 für den Gegner steht, das Spiel ist zu Ende, geht es wieder mit hängenden Köpfen nach Hause ohne Erfolgserlebnis. Du brauchst im Fußball Erfolgserlebnisse. Und das ist nicht der Ausgleich, nachdem du hinten lagst, sondern das ist... Schön hat er das aber trotzdem gemacht. Schön aufgestellt. Das ist Punkte mitnehmen. Wir brauchen Punkte. Selbst wenn es am Ende nur ein Punkt ist. Eine Minute noch. Für uns. Für uns. 30 Sekunden noch. Oh Gott, das sind echt 30. Oh oh. Hat er schön... schön. Oh. Das war kein Foul. Da soll ich rumheulen, die Pussy. Ey, was lässt sich fallen wie eine Pussy? Was soll die Scheiße? Was hier runter als Maul? Oh nein! Schön gemacht! Das war Hand. Das war doch kein Hand! Aber wo soll er denn sonst eigentlich seine Arme hin tun? Wenn er da. Ja, Bro, wenn er auf dem Boden liegt, dann soll er sich die Haare abschneiden. Ja, eben, sag ich ja. Das geht ja nicht anders. Ja, was soll er denn machen? Ja, wo soll die Hände hin? Hä? So, der Schiri, wenn der mit dem Fahrrad heute da ist, dann fährt er mit dem Platten nach Hause. Aber ich muss schon wieder sagen, Schiri ist immer noch weiß angezogen. Ja, das ist auch eine Frechheit. Der Schiri fährt heute mit dem Platten nach Hause. Haben wir eine Zeitstrafe? Wir haben rote Karte jetzt. Okay, gut, ist aber noch 3 Sekunden. Komm, ein Schuss noch. Egal. Aber ein Punkt mitgenommen. Ich gehe kurz, bleib kurz bitte sitzen und dann geh kurz einmal runter. Ja. Chat, 1, also 2-2 mit einem Punkt. Ist das krank. Aber im dritten Spiel, wichtig ist Punkt. Unten, Sascha, klatscht ab mit Effenberg. Top. Max, sei mal ehrlich. Du warst schon gegen die, oder? Naja. Naja. Aber die, also ich muss wirklich sagen, Spieler an sich sehen wirklich zufrieden aus. Spieler sehen zufrieden aus. Wo ist Sascha? Wo sind alle? Die kommen gleich hoch. Komm, mach dich hin. Mach dich kurz hin. Ich dachte, hier sind alle. Ja, mach dich kurz hin jetzt. Ich dachte, hier sind ja, die kommen. Ja, wer Hummels? Ist ja kein Buff hier, oder? Monte und Sascha. Und jetzt sitzt hier Spendi alleine. Scheiße. Jetzt hock dich kurz hin. Schweiz United bleibt ungeschlagen. Ich wollte gerade den Jungs gratulieren zu den allerersten Punkten der Baller League. Ja, aber guck mal, ja eben. Hab ich auch gerade schon gesagt, wir werden heute noch quatschen. Und genauso ist es gekommen. Du hast richtig gut performt. Gegen ersten ist gut. Das ist echt die ersten Spiele. 6 Punkte. Aber die haben heute auch viel besser gespielt. Die haben viel mehr gepresst. Ja? Nach den ersten 2 Spielen. Aber sind wir, glaub ich, hier. Für uns ist das toll. Jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja. So wir sind ja mit die krasseste Mannschaft. Also oh, mit dem String, das ja, so kann man das nicht sehen. Da kam ein richtiger Schrei aus dem Haus. Ja, ich meine, es war sehr, sehr wichtig. Sagen, so wie, wir haben 0-0 gegen Eintracht Spandau gespielt. Ja, Eintracht Spandau gespielt, das muss ich auch schon sagen. Da hätten eigentlich auch zweimal Platz verloren. Wir haben die beste Defensive der Liga. Ja, ich glaube, es ist ein guter Weg. Wir haben jetzt... Wir sind im Training, wir verstehen uns immer besser und ich glaube, dass das am Ende über die Teamchemie vieles geht. Ich glaube, es war der Anfang jetzt. Es war der Anfang. Sehr, sehr gut. Sehr optimistisch. Rudi, danke mal. Nee, ich gehe. Ich würde jetzt gehen. Nee, du bleibst. Du laberst nur Scheiße. Nein, du laberst Scheiße. Aber jetzt ist die Frage, wo sind die gerade? Ich glaube, die kommen wieder, oder? Ist jetzt spielt Montes Team, ne? Digga. Naja, Montes hat gerade gespielt. Ihr labert immer nur Scheiße. Nee, Knossis Team, vergiss. Das glaube ich, für die Zuschauer ein gutes Spiel. Bis alle 20 Sekunden. Das geht nicht. Frag ihn. Sag ihm das. Und dann sagt er immer, meine Carbonara arbeitet. Ja. Das ist eine Aussage. Was sehen, auch von dir. Die Intensität war brutal aus meiner Sicht. Und ich habe die ersten Spieltage gegeben. Seine Furze stinkt einfach nicht. Wie kann das Alter, sein? Moin. Das war schon anstrengend, aber ich bin ja selbst. Geil, seid ihr alle hier, super. Selbst im Amateursport, wir sind gerade in der Vorbereitung. Ich war jetzt 4 Tage Mikro, dann werde ich jetzt 4 vollständig. Das eine oder andere Bier getrunken und das merkt man, glaube ich. Das ging ja heute wieder runter, ja. Was für eine Liga ist das? Das ist die Baller League. Krass erklärt, Alter.
Ja, pusht uns heftig so. Ja, okay, wie würdest du es erklären? Ja, ja, ist fass es mal ganz kurz. Freunde, nee, ich möchte, dass du jetzt mal die Baller League kurz zusammenfasst. Straßenfußball. Zwölf Teams. Bumm. Gib mir mal eine kurze Einschätzung von deiner Seite. Wissen Sie doch Bescheid. Finale? Ja, klar. Finale ist Top 4 im großen Stadion. Da ist dann kein Straßenfußball mehr. Ah, ist wirklich dann im großen Stadion so, ich glaube, so 30.000 Zuschauerstadion. Wow. Ja, ja. Oh, das ist crazy. Also 11 gegen 11 dann auch. Ja. Kommst du mein Team anfeuern? Je nachdem, wenn dein Team nur im Finale da steht und kein Team Gönnerty, dann bin ich natürlich auf deiner Seite. Okay. Weil du bist der Nächste, den ich so, mit dem ich am meisten dann zu tun hätte. Danke. So? Danke. Ist ja klar. Und Hardstyle. Ja, klar. Eigentlich, weißt du, Hardstyle ist alles drin. Stimmt. Aber auch schlau von dir, wirklich dein Team Hardstyle wieder zu nennen, ne? Ja, musste ich. Die Ruhe. Warnpflicht. Nein, aber schon geiler. Ich bringe auch ein paar Leute dahin. Von Hardstyle her. Bitte? Ach, du bist mal Schweigen lassen? Ja, ja. Auf jeden Fall. Boah, das ist cool. Weißt du, wer hier richtig krass abliefern würde? Aber der ist ja nicht einfach. Leon. Den hol ich trotzdem. Ist ja egal. Wer ihn holen, ich will. Wo spielt er jetzt eigentlich? Landes? Der ist Oberliga gewesen. Oberliga. Sollen wir von der 10. Liga in die 5. oder so gewesen? Ja, aber Digga, der war auch komplett falsch. Der ist so viel gerannt wie 6 von uns. Ist es so? Das ist Strubel? Nee. Ich hab gesagt, wenn Knotzi sich einwechselt und ich, dann würde ich halt auch spielen. Aber ich hab, ja, ich hab auch schon zu Sascha gesagt, ich sehe Sascha auch mal auf dem Feld. Ja, ja. Wenn Sascha spielt, tue ich auch. Aber ich kann nicht alleine spielen. Überred dir mal. Ey, wir machen das so. Ich geh weg, okay? Okay. Super. Easy. Erstaunlich fit, ne? Also hat auch ein bisschen mit dem Platz zu kämpfen gehabt, so aber hat mir gut gefallen. Aber wo sind und, die jetzt? Ja, ich hab ein Auge auf ihn. Wo sind die jetzt? Ganz kurz, Chat. Ich, ich versuche gerade für euch. Du bist erstaunlich fit. Also, Allgäu Trainingslager, so auch wenn es nicht nur auf dem Platz ich kann jetzt hier nicht ausziehen, weil ich bin pitchnass und das wäre kein schöner Anblick jetzt. Okay, vielleicht verpflichtet er mich, ja. Aber wo danke sind die? Für die Worte und ja, so ein bisschen warte mal, ich sehe die da auf jeden Fall auch nicht mehr. Ja, lieber Chris, dann zu dir. Du lässt es ja ganz gemütlich heute angehen, wie wir sehen, auf jeden Fall. Dein Team ist nämlich dann gleich dran, ne? Gegen Hollywood. Warte ganz kurz, Chat. Ich guck mal ganz kurz. Am ersten Spiel habt ihr gewonnen. Den zweiten dann verloren. Nein, 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 ich bin doch hier. Ich bin aus dem Fenster gerade, wo die sind. Ja, auch ganz gemütlich von der Couch aus. Wir haben natürlich wieder eine ja, aber ich glaube, die sind, ich glaube, die sind, ich glaube, die sind jetzt noch in der Kabine. Sind in der Kabine. Hat man es schon gesehen oder was? Mit ein paar neuen Ideen ins Spiel und ich freue mich auf den. Nimm dir einen Gönner. Ich habe mich lange nicht mehr so gefreut. Ich traue mich einfach, diesen Kühlschrank nicht mehr aufzumachen. Ja, ich habe da eine leichte, ich weiß nicht, wer dabei war, letzte Woche, aber ich habe da so, ich gehe an die Sache ganz vorsichtig ran. Aber ich freue mich richtig, mir jetzt ganz gemütlich unser Spiel anzugucken und freue mich, wie gesagt, wie lange nicht mehr. Das Glas, ja, ich habe ein bisschen Paranoia mit dem Kühlschrank, da muss ich echt aufpassen. Hm? Ey, warte, ganz kurz, lass mich, hock dich mal bitte hier hin. Das wollen wir dann aber auch ja, der springt gleich mal an, aber der springt, glaube ich, automatisch an. Logisch, Spielbesprechung Effenberg macht Ansage. Schiedsrichter fährt mit einem Platten nach Hause. Ja, ich glaube, darum kümmert sich jetzt gerade Marcel. Ey, aber Chat, jetzt mal eine ganz ernst gemeinte Frage, okay? Wie fandet ihr jetzt heute das Spiel im Vergleich zu den letzten zwei? Also ich habe es von unten angeschaut, direkt hinter der Bande. Und eins kann ich euch sagen, Kanté und Mo Salah bei Team Gönnergy haben heute so krass geliefert. Die haben so starkes Pressing gespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wen ich meine mit Kanté und Mo Salah. Viel besser, besser. Aber die Chancen müssen genutzt werden. Ja, aber es sah auf jeden Fall schon krasser aus. Ich habe gerade einfach die Klimaanlage. Fand es viel besser. Nein, sag mir jetzt nicht, dass du auch jetzt. Ich hab letztens hier was kaputt gemacht. Ich hab die ausgemacht, die geht nicht mehr an. Ey, weißt du, jetzt kommen hier so zwei Idioten wie. Also, und wir machen hier einfach alles kaputt. Marcel ist gleich da, dann gehen wir. Okay, Marcel ist jetzt da. Echt? Oder? Ach, Digga, warum sagst du es dann? Mo Salah fand ich richtig schlecht. Nein, aber wisst ihr, wen ich jetzt meine? Mit Kanté und Mo Salah, die sind doch übel krass. Gut, Mo Salah einmal ein bisschen unsportlich reingegritscht von hinten, hat einen Platzverweis bekommen. Aber die haben starkes Pressing gespielt und das musst du hier machen, weil das haben nämlich auch die anderen gemacht. Da darf ich nicht reden, wenn du das aufmachst. Warum spielt ihr beide nicht? Ey, ich hab schon, ey Dr. Lutz, ich hab schon Sascha einmal vorgeschlagen. Ich stand gerade eben auf dem Feld, hab meine Meinung geändert.
abschaffen? Nein. Ey, Chat, dass die Leute, ich weiß nicht, ich habe auch das erste Mal, als das Ganze losging, so die ersten Spieltage, den ersten Spieltag habe ich von zu Hause angeschaut und das sah nicht so krass aus, wie wenn man vor Ort ist. Aber das kennt man ja auch von dem Fußball, so wenn du im richtigen Fußball im Stadion bist. Im Fernsehen sieht das nicht so krass aus, wie wenn du vor Ort bist. Da gehen die Leute so hart ran. Ich sag euch eins, das Erste, was ich mir innerhalb von den ersten 60 Sekunden einholen würde, wäre ein Kreuzer. Ich würde direkt einen Kreuzbandriss holen. Und das wäre eine reinste Katastrophe. Meine abschließenden Worte. So, und jetzt kommen die zwei besseren Hälften von uns. So, Sascha, ich gehe auch raus. Ich gehe auch raus, mir ist viel zu heiß. Du kannst hier bleiben, wenn du magst. Na, aber ich gehe, mir ist viel zu heiß. Chat, ich verabschiede mich erstmal. Und Kuss. So, Chat. Dankeschön. Ich hoffe, Spendi. Ich hoffe, Spendi hat einen guten Job gemacht. Oh, kurz einmal zurück. Oh, das war emotional gerade. Die Stimmung in der Kabine war gut, aber die Jungs waren trotzdem auch ein bisschen traurig, weil sie am Honignektar genascht haben und das Gefühl, die Jungs wussten, heute war mehr drin. Ja, voll. Vor allem Ali G, ne, der nochmal das 1 gegen 1, könnt ihr die Tür zu machen, Peter, bitte? Ali G, der das 1 gegen 1 noch verschossen hat, kam auch nochmal traurig zu dir, hat sich entschuldigt, aber passiert. Jetzt kein Disrespekt, im Leben ist es so, mit Entschuldigung kann man sich nichts kaufen. Mund abwischen, weitermachen, ja, genau. Mal besser machen, damit kannst du. Ja, ja. Punkt. Hast du ja auch ihm gesagt, er meint einfach, guck mal, das nächste Mal machst du ihn und ganz gut. So ist es, ja. Punkt. Elfmeter war schade, ja klar, aber es bringt nichts, sich für den Elfmeter zu entschuldigen. Das Einzige, was bringt bei dem Elfmeter, mach ihn das nächste Mal rein und gut ist, ne? Ja, aber ey, schon mal, ey, ich sag dir ehrlich, das war das erste Spiel und es war ein krankes Spiel, ne? Also unten, habe ich auch schon gerade Marcel gesagt, unten, wie Sandro rumschreit, alles mit den Schiedsrichtern am Diskutieren ist. Also Feeling war krass und das Spiel generell hatte natürlich auch mal ab und zu so einen Moment, wo man sich dachte, hä? Aber ansonsten war es ein geiles Spiel. War ein geiles Spiel, Digga. Das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt spielt Knossi sein Team. Hollywood United gegen? Gegen wen spielen die jetzt? Golden Cowboys. War richtig gut. Ja, Mann. Danke auch für euren Support-Chat. Golden, wie spricht man die aus? X1 kann ich sein, oder? XI? Golden 6 oder Golden 12 oder Golden 10? Nee, Golden 11, da haben wir schon letztes Mal nicht den Namen richtig bekommen. Du hast aber, schon Spiel, Sascha, danke, Chloe. Ich hab unten echt krass mitgefiebert. Ich hoffe, man hat das nicht auf Kamera irgendwo gesehen. Ich stand da, ich wurde fast weggeschickt, ne? Wenn Knossis Team heute verliert, sind das die Schlechtesten. Genau. Hollywood United hat genau den gleichen Druck wie wir. Ja. Genau. Foul. Glaube ich. Ich höre Max bis hier drüben Trash-Talken. Ne? Sein ganzer Stream besteht nur aus Shitten. Ganz, ganz letzter Platz, ganz, ganz unten. Das sagt er einfach. War Trimax eben auch hier im Stream-Chat? Nee, niemals. Der wäre nur hier gewesen, hätten wir verloren. Nein, als wir beide unten waren. Ja, niemals. Da war hier im Stream. Okay. Hat er getrash-talkt oder hat er gelobt? Das ist der jüngste Goalie der Liga, Lukas Rimbach. Wie hat Gönnergy gespielt? 2-2. Gelobt. Wir haben unfassbar stark gespielt, ehrlich. Ja. Wir haben wirklich unfassbar stark gespielt. Ey, das war auch so eine Achterbahnfahrt, krank, als es 2-2 gefallen ist. Und wir wussten, wir sind noch in Überzahl, so, ne? Alles war drin, so gefühlt, ne? Nur ja, so. Safe. Wir hatten halt dreimal mit zwei Mann weniger. Einmal der Keeper weg. Ja, zweimal der Keeper, ne? Einmal der Keeper. Ja, genau. Dafür haben wir es echt schon, wir hätten den Sieg uns verdient, ja? Aber ein Punkt ist besser als kein Punkt, aber unser Anspruch ist 3 Punkte. Überleg mal, dieses 1-1, was wir kassiert haben, was für ein Dulli-Tor das war. Ja, egal. Egal. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und ich fahre heute nach Buxtehude mit einem Punkt. Da haben sich die 400 Kilometer hin und 400 Kilometer zurück auf jeden Fall gelohnt. Ja, und ich fahre auch nach Stuttgart mit einem Punkt und auch mit der Vertrags-, also nicht mit der fristlosen. Gerade eben von Nicolas Westerhoff, der letzte Woche getroffen hat. Max ist wirklich nur am Trash-Talken. Ja. Man hat halt nur für euch, man hat gerade von Max drüben gehört, wow, ist der mies. Nee, wow, war das mies. Achso, stimmt, ja. War das mies, ja. Streams noch ein paar, nee, ich penne heute hier in Düsseldorf, in Köln und fahre morgen nach Hause. Ob ich morgen die Rückfahrt streame, das weiß ich noch nicht ganz genau, muss ich mal schauen.
Wann spielen die Gönnergy Allstars wieder? Nächsten Montag um 18.45 Uhr. Ja. Wir haben immer montags um 18.45 Uhr das erste Spiel. Und genau, richtig. Für heute sind wir durch. Jetzt spielt gerade Hollywood United, das Team von Max Kruse und Knossi. Aber sowohl Max Kruse als auch Knossi sind verhindert. Ja. Aber Knossi guckt gerade bei sich zu Hause. Müsste da am Start sein. Felix Lobrecht heute auch da? Nee, da habe ich nicht gesehen. Kann sein, weiß ich nicht. Wie jetzt, aber die Hauptsache ist doch, dass wir da sind. Max ist noch da, der andere Max ist noch unten. Tizi Schubech, Gamer Brother noch gesehen und so, ne? Ja. Und die Brotatoes. Wir haben echt stark gespielt, bin echt happy. Also das Team. Hat echt stark gespielt. Und ja. Unser Brocken hat genau das ja, gemacht, genau. Was 100%. Wir Körper reingestellt. Nicht hektisch weitergespielt, der hat wirklich super gespielt. Ja, vor allem, wenn er keine Anschlussstation hat, dann dreht ich, wie er es beim ersten Tor gemacht hat, einfach zum Tor und hau drauf. Ja, das erste Tor war super stark. Hat er es nicht sogar mit links gemacht? Das weiß ich nicht, habe ich nicht meine, drauf geachtet, aber es war einfach geil geschossen, Digga. Ja. Donnerstag sehen wir uns ja auch. Aber sag noch nicht wo. Nee. Wie nee? Nee. Du hast Donnerstag zugesagt für diesen Donnerstag. Ich habe die Info bekommen, dass das nicht stattfinden wird. Hä? Hm. Wer hat dir das gesagt? Naja. Ja, wir wollen ja jetzt nicht drüber reden. Doch. Wer hat dir gesagt, es findet Donnerstag nicht statt? Ich habe dir gesagt, Donnerstag findet statt. Ja, aber zu mir wurde gesagt, das ist nicht. Wer hat das gesagt? Und jetzt bin ich Sonntag da, Montag da. Wer hat das gesagt, das findet nicht statt? Ja, hier habe ich von Management gehört. Von deinem oder von meinem? Ja, von meinem und die haben mit deinem gesprochen. Wieso findet das Donnerstag nicht statt? Ja, wir nach Zickzack. Trollst du jetzt? Nein! Warum soll ich trollen? Wieso wurde Saschas Management gesagt, dass Donnerstag der Livestream nicht stattfindet? Viele kleine Schritte. Einer zu viel. Ich frage gleich dein Management. Das findet Donnerstag statt. Ich habe dich schon dick angekündigt. Nee, oder? Ja, doch, normal. Ich habe dir als Bruder gesagt, das findet statt. Ich bin davon ausgekommen. Du kommst, Trimax kommt vielleicht auch. Ja, Digga, das ist ja Müll. Ja. Ja, das unterscheidet halt richtige Freunde von flüchtigen Digga, Planten, Bekannten, weißt du, wie ich meine? Ich komme am Montag doch nach Hamburg, wir fahren gemeinsam ja, rum. Ja, alles gut, das werde ich mir merken. Oh, nee. Hast du mit Samsung geredet? Ja, hab ich. Und, was haben die gesagt? Dass sie dir geantwortet haben, aber du denen noch nicht. Die haben mir noch nicht geantwortet. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, Marcel, der Idiot. Sie meinte, die haben dir geschrieben, dass du dich melden sollst. Jetzt bin ich der Typ mit der Stimme. Aber auch sehr wichtig. Hä? Bei den Offensiven. Okay, ja, dann war ich verloren. Sorry, dann war es mein Fehler mal wieder. Dir wurde geschrieben da dafür. Warte. Hm? Das ist Ozzy. Oh ja. So ein Freund bin ich. Ja, alles gut. Ja, ja. Aber mit Donnerstag ist trotzdem Mülltonne. Ach, Digga. Ja. Ja. Ehrlich jetzt. Keiner vom Management hat dir abgesagt. Digga, irgendwas wurde mir abgesagt. Ich dachte, das ist das. Und es wurde mir auch heute gesagt, aber unabhängig davon, schaffe ich es eh nicht. Aber ich bin doch am Montag da. Oh nee, jetzt mach nicht diesen, ehrlich. Ach Digga, ehrlich, ich kann nicht einmal hier nach Hause fahren, ohne dass irgendwas ist, ne. Es ist wirklich, ich schaff's nicht mehr. Und in den letzten Wochen gefragt hat, wenn die Jungs hinten Baller draufstehen haben, sind es meist die Wildcard-Spieler. Digga, ich hab dir auch extra gesagt, dass ich noch nicht weiß, ob ich es zeitlich packe, ne? Unabhängig davon, und ich pack's zeitlich. Du hast zugesagt. Nein. Digga, nee. Doch. Marcel, ich hab zu dir gesagt, okay, ich check's nochmal ab und dann gebe ich dir final Bescheid. Und ich hab dir noch nicht final Bescheid gegeben. Dann kümmere ich mich um die andere Geschichte. Und bei dir wird sich gemeldet, du meldest dich nicht zurück. Und dann wird ich gesagt, dass ich der Schlechte bin. Alles soll gut. Ich dir das Produkt noch nach Hause bringen? Alles gut, ach, der, oh, nee, ehrlich. Oh, ey, das kein Sex mehr. Nichts angucken, nichts anfassen. Kannst du Wixi machen. Der Zug ist abgefahren. Mein Arsch gibt's jetzt nicht mehr, Digga. Das ist eine Frechheit von dir. Du immer umsonst Arsch. Die Truppe, die gleich noch spielt. Ja, die Zimbos werden noch spielen. Ja, Spandau wird noch spielen. Oder Spendi. Haben Fans mitgebracht. Rimbach pflückt ihn. Echt enttäuschend. Erst der eine Punkt, jetzt das.
Aber ich könnte das trotzdem. Also, Bro. Ich finde es auch scheiße. Du tust so, als ob es mir egal wäre. Ja, aber. Ja, ist mir doch nicht. Aber niemand hat dir für den Donnerstag abgesagt. Das war jetzt für Sonntag. Bruder, jetzt, ich dachte, das ist es. Ja, okay, ja. Was soll ich denn jetzt machen? Plus, das Team führt. Schlecht für uns. Was schlecht ist, ja. Schlecht für uns, extrem schlecht. Hoffentlich werden die noch gehopst. Ja, haben sie sich auch zu viel klein-klein eingelassen, Mika Rudnick. Ja, der Mittelstürmer macht's. Ja. Spielt in der Verbandsliga. Kommt aus dem NLZ von Fortuna Köln, einer aus der Region. Jan-Philipp Schmitz. Gute Idee, das ehrt sie sehr, Golden 11, dass sie hinten rausspielen wollen. Klappt nicht immer, vor allem wenn sie dann mit 2-1 drücken. Mike, oh, den Pfosten getroffen? Ja, war Pfosten, glaube ich. Digga. War ein schöner Schuss auch, Diggi. Es war ein schöner Schuss. Wo ist Krieger überhaupt? Ja, Krieger macht hier irgendwo Fotos. Ach, da unten ist Kriegerchen. Keine Ecke angezeigt. Also bleibt bei 0-0 beim Thema 3 Ecken. Heppala! Und dann machen die 1-1. Hol gerne mal Krieger hoch, der steht hier unten. Vielleicht Sascha, nee, darauf gehen wir nicht ein. Wir holen jetzt. Ich find's gut, dass du Commander, dass du Krieger hochholst. Ja, aber ja. Einer kommt, einer geht. So war das geplant. Nein, ich war nur Spaß. Ich bin aber natürlich traurig, dass Sascha jetzt Donnerstag nicht kommt. Aber gut, ist halt so, ne? Dafür kommt er dann halt Montag. Ja. Aber mit der besten Laune, ne? Ja. Ja. So machen wir das. Aber kommst du Montag oder Sonntag? Montag bin ich bei dir. Aber fährst du Sonntag schon nach Hamburg, dann hast du auch was Berufliches dazu erledigen. Genau. Ja, gut, okay, ja, das passt. Ja. Aber Montag müssen wir spätestens 12:30 los. Ich bin pünktlich bei dir. Okay, easy. Überpünktlich. Easy. Kann noch was mitbringen, wenn du was brauchst. Ein paar von denen haben anscheinend schon vor Spielbeginn Trikot getauscht gemacht, hä? Nach dem Torhüter und Vordermann was? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Trikot tauscht. Wird das erst bestraft von der einen Mannschaft und dann von der anderen. Was meint ihr? Nächsten Montag dann auch im Autostream? Ja, ich glaube, wir sind ja auch im Auto dann. Safe. Ja, okay, ich mach mal... Wie die Treppe bebt. Ich mach mal ein bisschen Platz, ja? Wie lange bist du noch live? Nicht mehr so lange. Ja. Ich bin ja jetzt auch schon seit 13 Uhr live. Hey, Kriegerchen, komm rein in die warme dann Bude. Ich sag schon mal sicherheitshalber Ciao, Chat, ne? Weil dann. Wir sehen uns nochmal. Ja, wir sehen Chat, uns noch ich sag jetzt nur nochmal sicherheitshalber Ciao. Weil ich schaue es mir jetzt noch kurz von unten von der Seite an, falls wir uns dann nicht mehr sehen. Bis bald, ja? Danke für euren Support. Kurz. Nee, wir sehen uns auf jeden Fall noch. Das ist gut. Ehemaliger Profi in Griechenland und Albanien. Ja, hier nimm dir Kopfhörer, nimm dir Mikro, Kriegerchen. Danke dir. Wie geht's, Kriegerchen? Alles gut? Einmal ein dickes Monte L für Krieger in den Chat. Die alte Legende auch am Start. Vorsicht bei den Rückpässen. Mikrofon musst du ein bisschen, weiß ja, ne, so ein Podcast-Mikrofon. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mach das Intro. Hallo und herzlich willkommen, YouTube bei Commander Krieger. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Commander Krieger. Oh, muss ich, wenn ich das Intro. Willst du was trinken, Wasser? Nee, erstmal gerade gar nicht. Ich war gerade eben schon trinken. Muss ich immer an die Dings denken, an die guten alten Hangouts auf YouTube, Digga. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Einen wunderschönen guten Tag, Chat. Aber vor einigen Monaten hast du nochmal ein Hangout gemacht, das weiß ich noch. Seit längerer Zeit mal wieder. Aber ist schon einen Augenblick her, glaube ich. Ist auch schon wieder ein paar Tage her, ja. Und schon ein paar schöne Fotos geknipst? Ja, man muss sich erstmal wieder so reinfinden. Gestern Go-Kart war ein bisschen was anderes als jetzt hier. Mhm. Macht Bock auf jeden Fall. Nur ist halt, das was ihr hier nicht seht, hier ist halt mega viel Hierarchie am Start. Also, hier weiß die rechte Hand manchmal nicht, was die linke macht. Und dann hat man hier, was weiß ich, alle möglichen Badges und Presseausweise und. Aber wenn man sagt, man gehört zu Onkel Monke, dann kommt man schon ziemlich weit weg hier. Ja, was soll ich dir sagen? Wir haben ja halt
Ey, es ist aber richtig geil. Also ohne Scheiß, dieses ganze Konzept und so, wie das hier aufgezogen wird, richtig cool. Das ist echt was Cooles und ich glaube, dass es auch erstmal ein bisschen in Deutschland ankommen muss. Ja. Bis sich ein bisschen sich auch rumsprechen muss. Ich weiß jetzt nicht, Chat, dass wir haben ja, siehst du ja auch, wir haben jetzt nicht unsere Zahlen offen. Wie viele Leute schauen bei mir zu? Wie viele Leute schauen gerade beim Baller-Kanik selber zu? Ja. Also unterm Strich werden wir wahrscheinlich trotzdem richtig fette Zuschauerzahlen haben. Hatten wir 70.000 beim Spiel von Team Gönnergy vorhin? Höchster Peak war 75.000, das ist geisteskrank. Geil. Super. Also man muss sagen, klar, ne, das ist gerade so das Pilotding, wo jetzt alles aufgezogen wird, sage ich genau, mal. Genau, genau, ja. Aber man merkt einfach, es findet Anklang, die Leute haben Bock drauf. Und wenn sich dann, ich meine, deine Konkurrenz Eintracht Spandau, der da unten sitzt, der macht das ja richtig gut. Ja, Und wenn du dann die Stimmung hier halt mitkriegst, wenn die halt dann einmal so ein bisschen die Trommeln reinhauen. Ich sag euch ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, noch keinen großen Gönnergy-Fanclub. Und ich glaube, wenn ihr dem Herrn hier zu meiner Linken ein richtiges Rohr wachsen lassen wollt, ich glaube, dann müsst ihr mal hier mit ein paar Trommeln anreisen. Dafür müsste man erstmal Leistung bringen, aber du hast recht. Also. Ja, die müssen ja auch supportet werden, die Jungs. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir in der zweiten Saison auch noch am Start sein werden. Also ich weiß ja, was wir im Vertrag ausgemacht haben. Das wird nicht die letzte Season sein, nächste Season sind wir auch noch am Start. Das macht mir auch unfassbar viel Spaß. Geil. Ja, safe. Ich bin heute auch mit der Leistung des Teams sehr zufrieden. Das war echt schön zum Anschauen. Das war ein geiles Spiel. Das war richtig mit Biss. Und ihr hattet auch gute Chancen. Ich meine, wenn ihr den Elfer rein, was nennt man das, Elfer, wenn ihr den Strafstoß reinmacht, dann seid ihr da vorne. Gut, der Gegner hat auch zwei, ne? Ja gut, aber der, also euer Torwart ist motiviert, ne? Der ist ja die ganze Zeit nur am Klatschen, am Anfeuern. Reichel ist Ehrenbruder. Ja. Also, Reichel kriegt immer einen Kuss auf die Eichel. Oh, feiner Herr. Ja, ja. So, jetzt möchte ich dich mal fragen, hast du die neuen Sorten hier? Nee. Hab ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich könnte mein Management nochmal fragen. Jana, haben wir die neuen Sorten hier? Ich glaube nicht, ne. Wir hatten sie letztes Mal hier, aber ich glaube, die neuen Sorten haben wir nicht mitgenommen, ne? Okay, easy. Guter Job, Jan. Danke, Jan. Ne, die neuen Sorten haben wir noch nicht am Start. Habe ich gedacht, hätte ich mal probieren können hier. Nee, aber in Kürze. Und kannst ja auch nächsten Montag, wenn du Lust und Zeit hast, du bist immer herzlich eingeladen, hier Fotos zu machen, kannst jeden Montag kommen. Musst du Bescheid sagen und dann sagen wir Bescheid, kannst jeden Montag herkommen und dich entspannen. Ist ja für dich auch relativ zeitnah, eine halbe Stunde oder wie lange fährst du? Ja, da ein bisschen mehr fahre ich schon, anderthalb fahre ich. Eineinhalb Stunden? Anderthalb, ja. Von Düsseldorf? Nee, ich wohne in Münster. Ach ja, du bist ja umgezogen jetzt. Ja, für die Frau. Happy Wife, Happy Life, Chat. Mit der Perle. Mit der Perle. Wie geht's dem Opa? Opa, ey, ohne Scheiß, gestern mega, mega Trouble gehabt. Ich war ja beim Motorgames bei Papa Platte. Mhm. Dann kriege ich einen Anruf von der Pflegerin. Ja, schönen guten Tag, Ihr Vater ist nicht erreichbar. Ich will bei Ihrem Opa in die Wohnung. Er macht nicht auf, er geht nicht ans Telefon. Was ist jetzt Phase? Mhm. Die Nachbarin war nicht da. Ja, dann bin ich da mal ganz eben aus Oberhausen nach Düsseldorf gejettet. Aber mal ganz gediegen mit Bleifuß, auch ein schönes Foto gemacht. Hast du gemacht? Hab machen lassen. Ne? Mhm. Lässt man machen. Und komm dann da an und dann liegt mein Opa im Stuhl am Pennen. Ja, Opa, ne? Die Pflegerin wollt kommen, wollt ihr hier schön die Füße massieren, alles. Ich sag euch ganz ehrlich, Chat, das brauche ich nicht nochmal. Also diesen das ist Schock. Moment, das waren zwei Stunden. Safe. Das war ordentlich. Aber er wird jetzt nächste Woche 90. Sie lassen sich nicht locken. Nächste Woche wird er 90. Und von daher, ich bin super zufrieden. Der Kopf macht mit. Ja, die Knochen hören langsam auf, muss man auch ehrlich sagen. Aber für 90 Jahre, der Typ ist fit und ist doch super. Das ist der General, ja. Der General, genau. Ich fühle das halt so extremst, ne? Weil du weißt ja meine Bindung zu meinen Großeltern auch und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein extremer Schockmoment ist, wenn niemand deinem Opa erreicht. Und das ist, so fängt ja das Horrorszenario an. Ja. Jemand klingelt, niemand macht auf. Niemand ans Telefon und dann denkt man, der liegt auf dem Boden, ist umgefallen, ne? Genau. Ja. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, und das klingt super hart, das so zu sagen, aber wenn der umkippt und einfach auf dem Boden liegt, dann, weißt du, klar. Dann der hat sein Leben gelebt. Ja, lieber so, als wenn der jetzt irgendwie noch irgendeinen scheiß Krebs oder irgendeine Krankheit. Hundertprozentig. So, dann der hat sein Leben gelebt. Ich bin damit, also er hatte Krebs und hat das Gott sei Dank überstanden. Aber dadurch, dass er Krebs hatte, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr, habe ich halt so viel mit diesem Thema befasst, dass ich gesagt habe, ja, wie soll ich es am besten formulieren? Ich gehe halt hin und finde mich damit schon mal in einer gewissen Art und Weise ab, weil ich habe so meinen Frieden geschlossen in einer gewissen Art und Weise. Und das ist halt das Leben, ne? Das, genau. Ja. Und bin über jeden Tag dankbar, den ich jetzt noch habe. Und Wenn ich wüsste, Krieger, dass in
in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder in zwei Jahren einer von meinen Großeltern friedlich einschläft. Oder die andere Möglichkeit, der lebt noch fünf Jahre, hat aber elendig Krankheit und leidet nur, dann würde ich mich auch dafür entscheiden, so für mein Gewissen, dass er einfach einschläft, hundertprozentig. Ja. Das ist ja der Tod, wir wollen jetzt nicht zu deep, aber das ist ja das beste Szenario für jemanden, der das gewisse Alter, was ist das Alter, wo man richtig gelebt hat, ist halt, ne? Aber wenn man sagt, okay, der hat sein Leben gelebt, dann denke ich, ist es schon auch der schönste Weg, wenn derjenige oder diejenige friedlich bei sich zu Hause einschläft oder, ne? Genau. Ja. Ja. Naja, aber wir wollen jetzt hier nicht zu, so einem fröhlichen Event nicht zu sehr in diese Tod-Thematik eingehen, ne? Genau, und deswegen, ich war gestern da und war alles gut und dann freut man sich umso mehr, dann lacht man darüber auch und dann ärgert man sich, dass man noch geblitzt worden ist und all den ganzen Scheiß. Alles gut. Blitzer-App? So. Ja, habe ich, aber ich sag dir ganz ehrlich, in der Sekunde war mir die Blitzer-App scheißegal. Ja, aber ne, hattest du die nicht an, oder was? Hä? Hattest du die nicht an, oder was? Darf man doch nicht anhaben. Tja. Nee, in dem Moment war einfach Notermann. Ja. Ne? Und da ist alles scheißegal. Vielleicht kannst du sogar mit dem Nachweis bei dem dazugehörigen. Ganz ehrlich, ist nicht viel, alles gut. Also, okay. Ne, also man muss, der Staat muss ja auch von was leben. Der hat an uns schon genug verdient, Krieger. Und ich habe heute den Monte-Dip habe ich hier. Ich habe heute mal einen Jogger angezogen. Ey, weißt du, wie schwer das war? Und ich habe Jeans heute. Weißt du, wie schwer das für mich war, mich zu überwinden, mit einem Jogger hier heute hinzukommen? Warum nicht? Ja, ohne Scheiß. Aber ich fühle mich wohl damit. Ich habe heute ausnahmsweise meine Jeans angezogen. Das ist hier so unfassbar warm drin. Ne? So, das Spiel geht weiter. Für wer, abgesehen von deinem Team, ne? Wie siehst du denn die Jungs hier? So, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, einen zu übernehmen, wen würdest du nehmen? Boah, es gibt echt extrem viele gute Spieler und ich muss da ganz offen und ehrlich sein, Krieger, überlasse ich dem Trainer die Entscheidung. Ich habe nicht das Know-how zu sagen, der Spieler muss in unser Team. Okay. Weißt du? Ja. Was sagt Lagerfeld wegen Jogger? Scheiß auf Lagerfeld, der kann mir am Arsch lecken. Boah, ist die Luft Das Ding ist aus hier. Die scheiß Lüftung. 1-1. Direkt dran. Da werden Köpfe rollen jetzt hier. Ja. Direkt. So, erstmal einen wunderschönen guten Tag, Chat. Kein Wunder, das ist so unfassbar warm hier drin. Ich bin so am Ölen, ey. Holy shit. Also, ich habe mich jetzt akklimatisiert, sage ich dir. Nee, ich nicht. Ich nicht. Es ist einfach extrem warm. Nee, da irgendwas blinkt, da irgendwas muss da getauscht werden oder sowas, glaube ich. Es ist, aber wenn die Tür auf ist, merkst du direkt. Ja, das Ding ging noch gar nicht heute. Irgendwas blinkt da, Bro. Da kommt kein Luftzug raus, nichts. Der Harry 7, CR7 wurde vermutlich noch nicht angefragt für die Border League. Sonst tausche ich kurz ein bisschen an, aber hier ist die Ja. Hier sitzen nur die heißen Leute. Bro, ich bin so am Ölen, das ist wirklich unangenehm. Den hat er aber übertrieben daneben geschossen. Welche Regeln würdest du dir noch wünschen? Welche Sonderregeln? Ich finde jetzt drei Ecken, ein Elfer, finde ich geil. Finde ich auch gut, ja. Finde ich super. Ich persönlich würde fast einfach das Spiel über 15 Minuten laufen lassen. Zweimal 15 Minuten ohne dieses Game Changer zum Schluss. Also was ich ganz cool fand beim Game Changer ist dieses 1 gegen 1 Situation. Das fand ich schon ganz cool. Aber eigentlich finde ich für zweimal 15 Minuten entspannt. Okay. Das Game Changer Ding, wenn dann Volley kommt beispielsweise. Gut, ein Tor sind zwei Punkte oder ein Tor zählt als zwei Tore Volley. Aber ich bin eher so, wo ich sage, lieber zweimal saubere 15 Minuten. Okay. So. Also ich muss sagen, was ich finde, was dem Spiel so ein bisschen Dynamik geben würde, wenn du halt Hot Zones hättest. So beim Basketball gab es das früher, dass dann an einer Position quasi der Dreier 5 Punkte gezählt hat, als Beispiel, dass du quasi von oben Laser und so mit Farbe irgendwie Spots auf dem Boden machst, dass wenn von da geschossen wird, dass du mehr Punkte kriegst. Das würde mir ein bisschen fehlen. Verstehe, ja. Bande ist schwierig umzusetzen insgesamt. Aber was ich auch nice finden würde, wenn es keinen Unentschieden geben würde. Straflos. Schön gemacht.
Und wenn es kein Unentschieden geben würde. Das hätte mich gerade eben gefreut, weil ihr hättet eine gute Chance gehabt, da Punkte zu holen. Hollywood United liegt hinten. Grüße an Knossi. Jetzt ist Knossi fällig. Jetzt kriegt Knossi eine Nachricht. Der hat nämlich auch immer Nachrichten geschickt. Warte. Knossi, Nachricht hier. Gespielt, die Jungs, richtig gut. Ich habe Daumen gedrückt, wäre geil gewesen. Aber ein Punkt. Ja, unser Team hat geil gespielt, das kann man ja von deinem gerade nicht so behaupten. Grüße. Geil, Digga. War ein bisschen nachhaken, so ein bisschen piesacken. Der ist sehr gut. Kodra, okay. Ja. Kodra soll sehr gut sein, aber ist bei dem Knossi-Team noch nicht so zur Geltung gekommen. Wird das irgendwann kommen, dass ihr untereinander so mal den einen oder anderen schiebt? Das könnte passieren, ja. Prinzipiell muss ich dir aber ehrlicherweise sagen, bin ich mit der Teamleistung heute extrem zufrieden. Ja. Also ich habe richtig den Hunger bei den Jungs in den Augen gesehen und ich würde jetzt in dem Team gar nichts tauschen wollen. Aber so wie ich mitgekriegt habe, ihr habt auch weniger trainiert als andere, ne? Wir haben heute das erste Training gehabt. Okay, krass. Ja. Wir haben heute das erste Training gehabt. Ja, ich glaube, das macht der Präsident hier von Spandau macht das ein bisschen anders. Ne? Ich glaube, da ist ein anderer. Ja, klar, natürlich. Da ist ein anderer Druck hinter. Dankeschön. Einmal ein dickes Clap in den Chat. Sehr nett von dir. Sehr nett, dass es wieder läuft. Das war nämlich wirklich unerträglich. Und Chris Kramer wird es egal sein. Ich bin mal gespannt, was Hollywood United da noch zu antworten hat. 3-1 wäre schon fatal. Danke dir, sehr nett von dir. Dankeschön. Danke, sehr nett. Clap in den Chat. Zu, bitte. Boah, war ganz direkt ganz anderes Feeling hier. Ja, das Ding läuft. Ja. Ganz anderes Feeling, wenn das Teil läuft. Es war wirklich unerträglich hier drin. Und ich finde, ein Mann weniger finde ich auch ein bisschen besser. Wie meinst du? Du hast ja jetzt 6 gegen 6. Ja, genau. Also 5 gegen 5 Feldspieler. Ein weniger finde ich ein bisschen attraktiver, glaube ich. Ja. Haben wir ja heute zweimal gehabt. Ja, cool. Neuer Vize am Start. Ja, Sascha ist raus, genau. Ja, das Problem ist, ich kann halt nicht die Einlage bringen, die ein Sascha hier reinwirft. Ja, ach. Du bringst die Erfahrung mit. Mehr Training, mehr Punkte. Ja, Training hat heute dem Team sehr, sehr gut getan, ja. Hast du das Pokalspiel von meiner Fortuna gesehen? Habe ich gesehen, ja. Boah, Junge, ich war im Stadion, ne? Ich war ja auch am Millern-Tor. Mhm. Hab mir da so ein schönes VIP-Ticket hingeholt. Du hast auch ein Video davon hochgeladen. Ganz alleine, Junge. Ohne. Aber typisch Krieger-Vlog, 70 Minuten gefühlt wieder. 55 Minuten, ja. Pure Gefühle, hör mal. Willst du was trinken? Kriegen? Nein, alles gut. Nee, Essen auch nicht, danke, alles gut. Oh, dann komm, mach mal Fasspause, nehme ich gerne. Dankeschön. Nee, aber Tür bitte zu. Vielleicht haben sie sich auch klar. Ein Erfrischungsgetränk nach dem Typ verabredet, weiß ich nicht. War Werbung gerade? Ah, alles gut, kein Problem. Oh, Fassbrause, ja. Ich merke schon, VfR ist meine Sucht leider. Fassbrause? Ja. Ich bin Gott sei Dank weg von Cola und dem ganzen Sabradi. Du hast aber auch echt viel Cola gesoffen. Ich habe echt viel Cola. Jetzt trinke ich halt nur Fassbrause. Was ist besser, was ist schlechter? Ey, Fassbrause ist ohne Scheiß. Also nicht hier Spezi-Gedünse. Einfach Fassbrause, Maracuja, ohne Scheiß. Also wenn Krombacher hier das hört, ich nehme euch sehr damit. Maracuja ist aber auch lecker. Ey, ohne Witz. Safe. Würde ich auch dafür, sage ich dir, wie es ist. Wieso? Tropical Exotic ist doch mit Maracuja. Ist mir nicht genug Maracuja. Warst du schon bei Peter Pan? Ey, ohne Scheiß, Münster hatte das nicht. Habe ich dir aber auch geschrieben. Ja, haben wir direkt weitergeleitet. Müsste da jetzt hat aber nicht geben. War nicht. Ja. Wir haben da direkt Druck gemacht. Keine Ahnung, was da los war. War nicht. Aber der würde dir schmecken. Wenn du Maracuja-Fan bist, würde dir der Gönnergy bei Peter Pane, der hat so einen geilen Maracuja-Flavor. Okay. Ja. Mit Vanille noch, also sehr lecker. Noch ist hier Hollywood United gegen Golden Eleven. Ja, achso, Knossi hat Antwort geschickt. Ja, ich gehe kurz gucken. Knossi, Arschloch, bin immer für dein Team. Ich bin auch für dein Team. Ich habe nur gesagt, dass das nicht gut gespielt war. Der Trainer, der Präsident fehlt hier, sage ich. Da fehlt der Druck von oben. Der Druck von oben, sagt der Krieger. Der Druck von oben fehlt. Theo von Alge fehlt. Ja, die Jungs müssen was machen. Hollywood United muss was machen, ansonsten... Oh. Ja, Ausrufezeichen. Und du bleibst doch bis zum Schluss hier und machst Fotos? Ich denke schon. Ich nehme es mal heute mal mit komplett. Ich muss mal gucken, jeden Montag wird schwierig.
Du kannst ja auch von hier EA-Stream machen, theoretisch gesehen. Ne? Also kannst ja alles machen, worauf du Lust hast. Du hast hier andere Reichweiten und andere Möglichkeiten. Da unten ist ein anderer Druck. Du sagst einfach, bist mein Freund und dann passt das. Ja, gut. Also das ist hier schon... Aber alles geil. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Ja. Wir haben ja alles unter Kontrolle, Chat. Ne? Also das läuft hier alles. Der Baumi schreibt, ich war einen Tag vorher da, Bürgerjahr, Cocktail, nein. Bürgerjahr, Cocktail, nein, keine Ahnung. Ja, ist egal. Hier, vielleicht war es ausverkauft, als du da nein, warst. Nein, da war noch nicht mal Werbung. Du hast gar nichts davon auch gesehen. Ja, vielleicht, weil es ausverkauft, haben sie es abgemacht, damit die Leute nicht ohne dich fragen. Also tut mir leid, ohne das jetzt mal böse zu meinen, aber nee. Ich weiß nicht, ich habe es weitergeleitet. Was dabei rumgekommen ist, kann ich dir aber nicht sagen. Wie lange bleibst du denn heute hier? Ich hau in der nächsten Stunde ab. Okay. Oh. Da hast du dein Hollywood. 2-2. Ja. Da kommt jetzt gleich die Nachricht. Das. Schick du zuerst eine Nachricht. Ich gönn's dir. Boah, schöner Schuss, Digga. Cam Freeze. Haben wir. Hallo? Nicolas Westerhoff. Kamera hängt. Eigentlich aus an, oder? Ja. Okay, easy. Danke fürs Bescheid sagen, Chat. 2-2, Knossi kommt. Dummy brauchen wir nicht, ja. Das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Wie lange sind wir heute live, Chat, bis jetzt? 8 Stunden sind wir schon live, oder? Knappe 8 Stunden. 7,5 Stunden müssten wir live sein. 7:21, oha. Das muss ich aber sagen, wo ich es gerade sehe, das finde ich auch sehr geil für die Zuschauer, diese dynamischen Cams. Wenn halt, was weiß ich, der mit der Steadicam an der Seitlinie lang rennt und du kriegst halt dieses Gefühl für Geschwindigkeit und so, das ist halt für den Zuschauer wesentlich präsenter hier. Richtig geil. 100%ig, ja. Also Freunde, ne? Nicht vergessen, als kleines Dankeschön kostenlos einen Follower dazulassen. Ne? Das kostet ja euch nichts. Und auch nochmal auschecken, ob ihr Amazon Prime schon aktiviert habt. Ne? Denn wie ihr ja wisst, solltet ihr Amazon Prime Kunde sein, könnt ihr euer Twitch-Konto kostenfrei mit Amazon Prime connecten und einen Streamer eurer Wahl kostenfrei monatlich subscriben. Das Ganze nennt sich Twitch Prime und rein. Sei kein Schwein, nutzt den Prime. Ja, so ist es nämlich. Sei kein Schwein, nutz dein Prime. Ist ein guter Call. Oh mein Gott! Was eine schöne Aktion, Digga. Aber auch stark gehalten. Den musst du da erstmal kriegen. Boah. Das war schön gemacht. Wenn der reingeht, ist das schon das Tor des Monats, so gefühlt. Hast du hier Kevin akquiriert? Welchen Kevin? Großkreuz? Nee. Nein. Das macht dann der Trainer, oder? Der hat da beim Gegnerteam gespielt, hallo. Ja, das macht dann der Gegner, oder was? Ja, genau, der Gegner. Der. Damit haben wir nichts zu tun, wir akquirieren noch keine Aber macht Spieler. Das der Präsident oder macht das der Trainer? Sowohl als auch. Was, kannst du schon mal spoilern, wer hier denn für dich mal... Nee, kann ich noch nicht. Also ich weiß schon, aber kann ich noch nicht. Bundesliga? Champions-League-Sieger. Oh. Nein, Havertz, Chat, kein aktiver Spieler. Das dürft ihr nicht vergessen. Aktive Spieler, die in der Bundesliga spielen, dürfen hier nicht mitspielen. Verletzungsrisiko technisch. Eine Minute noch bis zu den. So, was macht jetzt das Team von Knossi? Schön gespielt. Schade. Sind noch 3 Minuten, dann ist wieder der Game Changer. Genau. Worauf hast du Lust? 1 gegen 1. 1 gegen 1? 1 gegen 1 finde ich schon ziemlich cool. Und danach werden wir durchziehen, Chat. Danach werde ich hier noch ein bisschen chillen und dann werde ich ins Hotel fahren. Oder. Also wir sind knapp 7 Stunden live, also etwas über 7 Stunden. War ein extrem geiler Stream, Hinweg, hier Stream. Habe ich wirklich enjoyed. Auch danke für den krassen Support eurerseits. Sehr nett von euch. Auch wieder strammer Schuss, ne? Genauso wie der von ihm. Ja, auf jeden. Und jetzt also die 3 Galaxy Minutes
es gibt die Möglichkeit, One-on-One Galaxy fast forward. Warte, bist du süchtig? So. Dafür liebe ich dich, ohne Scheiß. Selbst ist dein Mann. Ganz einfach. Da wird nicht lange gefackelt. Und ja. Galaxy 1 gegen 1. Geil. 1 gegen 1 Situation. Ja, das, was du gewöhnt. Die haben dich gehört hier. Ja. 1 gegen 1 ist sehr spannend. Und da ist so viel drin. Ne? Wen hättest du aufgestellt bei dir im Team? Beim 1 gegen 1. Schwierig. Ich weiß, du bist der Präsi. Aber genau. Da, nee, kann ich nichts zu sagen. Oh, da kommen die Spandauer. Die Ultras. Aber glaub mal, wenn das hier erstmal angebaut wird, ne, damit die halt die ganzen Leute auch mal hier reinbringen, die ganzen Fanclubs, das wird noch richtig schallern hier. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es echt cool. Also mir macht es richtig Spaß. Knossi ist am Verzweifeln. 1 gegen 1 ist alles möglich, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir, muss ich auch gestehen, von hier oben jetzt angucken. 1 gegen 1 wird ultra spannend jetzt. Da ist alles möglich, ne? Da haben wir letztes Mal wichtige Punkte liegen lassen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Mal gucken, ob Knossi hier in den Rückstand geht. Der ging drüber. Bis wohin darf der laufen? Ich hab's gerade gesehen. Bis zum Ende des Logos, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. 1 gegen 1. Westerhoff, wie der abdrücken kann, haben wir gerade gesehen. Die Dinger landen in Buxtehude im Gartenteich. Richtung Kölner Dom. Zum Glück haben wir Fangnetze und Mike Odenthal. So, ihr seht dieses Weiße da. Hat er schön gemacht und jetzt muss er schnell kontern. Der müsste drinne sein und den hat er gemacht. 3-2 für Knossis Team. Geil. Knossi, bist du da? Knossi gerade völlig am Ausrasten. Und der Gegner hat auch direkt geschossen. Das war echt schlecht gemacht. Den hat er auch so weit daneben geschossen. Jetzt ist der Punkt, wo Knossis Team... Schade. Wo Knossis Team hätte mit 2 Toren in Führung gehen können. Aber er lässt sich auch gut Zeit, ne? Ja. Wie gesagt, man darf nur diesen einen Meter da rein in die gegnerische Hälfte. Bis zum Ende dieses weißen Kreises da. Den kann er jetzt direkt schießen. Macht er aber nicht. Er lässt sich auch Zeit. Und das ist auch vernünftig so. Auch ja, warum sollten die sich jetzt auch stressen? Sie führen mit einem Tor. Nichts riskieren. Gar nicht so schlecht geschossen. Er läuft schnell durch, aber... Da musst du halt einen mit dem Zauberfuß haben, ne? Ja, die Dinger landen aber im Buxtehude im Gartenteich, also so wäre das nichts. Aber eigentlich müssen ja zumindest aufs Türchen kriegen, ne? Ja, ja, also die Schüsse von dem Team ja, Golden 11 nicht gut. Und vor allem zwei Dinger vorne, 4-2. Das sieht sehr gut aus für Knossi, ich freue mich sehr. Es sei denn, die kriegen jetzt einen. Nee, die machen es nicht gut. So, und jetzt einfach runterspielen, die 15 Sekunden. Ne, sind noch, eine Minute ist noch. Ja, ja, die 15 Sekunden für den Angriff. Letzte Minute läuft. Ja, ja, die Golden 11 müssen jetzt einen machen, ansonsten ist Ende im Gelände. Okay, Anschlusstreffer. Der war auch echt schön getroffen. Einen Angriff kriegen die noch. Wenn der jetzt drin ist, ist es durch. Ja, dann ist Ende. Oh, hat er den reingebrezelt. Das Ding ist over. GG an Knossi. Spiel gedreht. Ich schräg ihm eine Sprachnachricht. Glückwunsch, mein allerbester Jutster Knossi, zu deinen ersten 3 Punkten. Ist der gut, der Junge. GG's in den Chat. GG's in den Chat. So hätten wir es auch machen müssen. Und dann machen die
GG's in den Chat. Aus Sicht für Gönnergy Allstars musst du gegen die sein. Aus Sicht von Gönnergy Allstars machen wir Gameplay mit deiner Mutter. Erzähl mir keine Scheiße. Halt's Maul und geh mir auf den Sack, Alter. Solche dämlichen Kommentare immer. Meine Fresse. So, jetzt ist raus. GG's in den Chat. Und, nein, Spaß beiseite. Ist mir doch egal, aus Sicht für was. Ist doch egal. Das ist von meinem Freund das Team. Also mache ich da auch ein GG in den Chat. Ihr könnt jetzt rübergehen zu dem Chat, also zu dem Kanal von der Baller League. Wir machen hier aus jetzt. Ist auch extrem warm hier drin, muss ich sagen. Ich laufe noch ein bisschen rum, sag Hallo, etc. pp. Ein dickes Monte L in den Chat. War ein wirklich geiler Stream. Ob ich morgen die Rückfahrt stream, weiß ich noch nicht. Schaue ich spontan nach Rino. Bleibt gesund und munter. Lasst euch gut gehen. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao, ciao. Lasst euch gut gehen. Ciao. Guten Schuss. Du hast natürlich Tschüss sagen noch. Wieso auch noch Tschüss? Ne, mach's gut. Bruder, erstmal. Danke dir. Ja, klar. Zwei Tore geschossen. Glückwunsch. Emotionen nach dem Spiel wollen wir festhalten.